So, lecker Käffchen. Wie bin ich auf einmal kaffeesüchtig geworden? Alle mal ausgelacht. Wie kann man nur Kaffee mögen? Und kaum packt man ein bisschen Zucker und andere Sachen dazu, auf einmal wird man süchtig. Vielleicht bin ich gar nicht süchtig nach dem Kaffee, sondern nach dem Zucker da drin. JJ, hallo. Wie ist es? Es ist. Und es bleibt. Wenn es gut ist, hoffentlich bleibt es. So, gestern krasses Glück gehabt. Und heute geht's direkt weiter. Heute kommt's. Es muss kommen. Es macht langsam keinen Sinn mehr. Was hast du gestern verpasst? Oh mein Gott! Das Level 1 Garados kam nach einer Stunde. Nach nur 73 Angels. Und nach 10 Angels kam das Level 100 Garados, das ich gar nicht wollte. Also gestern war eine Stunde, zack, bumm. Da ist man einmal nicht im Stream. Ja, deswegen muss man immer da sein. Und heute bist du da und jetzt kommt es Deoxys nicht wahrscheinlich. Doch, es muss kommen. Ich muss doch irgendwie weitermachen. Hallo Mariko. Herzlichen Glückwunsch zum normalen Celebi. Hallo Marco. Mr. Brian, Mr. Marco, hallo. Hallo Anna. It's my Karma. Ja, dann geh. Nein. Das kommt heute. Das kommt heute, das Deoxys. Wir haben jetzt einen Glückssträhnen. Jetzt kommt das Deoxys. Dann habe ich endlich wenigstens eins mal im Stream gefunden. Dann suche ich das andere nicht im Stream. Und dann können wir am Montag Gen 6 anfangen. Aber JJ, was sagst du eigentlich zu Gen 6? Ich weiß, Gen 3 ist es nicht, Gen 4 ist es auch nicht. Aber es ist besser als Gen 5 zumindest. Heute Spaziergang gemacht. Ich bin gerade rausgegangen und habe einen Kaffee geholt. Also nein. Also ja, aber das war 20 Minuten. Mit Musik. Und viel zu warm. Hier ist so Aprilwetter, es ist so schrecklich. Gestern, du frierst, auf einmal gehst du raus und schwitzt und dann 10 Minuten später frierst du wieder. Es ist so gemein. Warum immer ich? Hier auch. Mariko, hattest du das nicht erst letztens? Du hast auf jeden Fall etwas sehr, 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 sehr Besonderes. Du darfst wieder raten, was du hast, Mariko. Es ist sehr besonders. Und du weißt, wenn ich das sage, kann es eigentlich nur zwei Sachen bedeuten. Gen 6 besser als 5 und 7. Besser als 7 auf jeden Fall, aber als 5, das sehe ich dann. Ich meine, ich kann mich an Gen 6 noch relativ gut erinnern und ich mochte es, aber besser als Gen 5 weiß ich nicht. Denkst du an den Metacross-Sound? Ah! Aber du hast mir nicht geschrieben auf Discord. Außer du hast mir geschrieben und selbst das habe ich vergessen. Hast du mich auf Discord dran erinnert? Mariko, du bist ein Geist. Immer wenn ich sage, was Besonderes, ist es entweder Missing No oder Geist. Was hat mir noch gesagt, könnte ich hinzufügen? Es gibt noch die anderen Missing No Sprites, diese anderen Fossilien-Dinger. Ich hatte es vergessen. Ich versuche dran zu denken, aber schreib mir einfach auf Discord, weil dann kann ich es nicht vergessen, weil dann ist da die Nachricht und dann mache ich sofort. Leg dazu. Ach, okay. Es ist dazu gelegt. Hallo Krümels Künstlerecke. Hallo. Hallo Krümels. So, Kaffee leer. Jetzt kommt der Alkohol. Ich trinke zurzeit immer Kombucha. Und viele mögen Kombucha nicht. Aber ich mag Kombucha. Das ist irgendein fermentierter Alkohol, Kombucha. Aber ich glaube, es zählt nicht als Alkohol. Not a sponsor. Du hast extreme Migräne.
Zum Glück bin ich null wetterfühlig. Also ich glaube, jeder ist wetterfühlig, aber meine Mutter hatte auch ihr Leben lang Migräne. Und jegliche Ärztebesuche haben, das war so dieser typische Fall, hat man. Und wenn man es hat, Pech. Nie gehört, du hast nie von Kombucha gehört? Nicht mal der Begriff irgendwie, Kombucha? Hallo Ace. Marco, du bist ein Milzer. JJ, du bist ein Shaman. Oha, oha, oha. Ich würde mich freuen, wenn es endlich gewittern würde und der Wetterdruck damit verschwindet. Ist das so? Ist das so? Passiert das? Hallo Verox, hallo Game Benny. Ist das so, wenn es dann so die Spannung sich entlädt in einem riesigen Climax-Orgasmus? Löst sich deine Migräne? Ist dann der Druck weg? Hä? Fühlt sich nach Gewittern besser. Ja, wir hatten gestern auch Scheiben. Wer war das gestern? Gestern, ich weiß es nicht mehr. Bim, bim. Henriette, weil du merkst dir was, ey. Habt ihr euch alle erholt von dem Gen 1, Level 1 Garados? Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich bin ein bisschen ernüchtert. Ernüchtert? Dass es auf Twitter nicht so viel gesehen wurde. Aber es kann auch daran liegen, dass ich es gestern Abend gepostet habe, was man nie auf Twitter machen soll. Twitter soll man irgendwie immer erst oder immer schon in der Früh posten. Aber ich dachte mir, da es auf Englisch ist, wäre es abends in der Früh für Englisch sprechende egal. Das ist auch nicht ganz richtig. Aber hey, ich verstehe auch, dass so ein Level 1 Garados ist so... Ich meine, es ist nur ein Pokémon. Aber es ist trotzdem das einzige Level 1 Garados, das man kriegen kann, ever in einem Spiel, ever auf Level 1, ever. Und es ist genau genommen seltener als ein Full Odds 1 zu 8000 Shiny. Ohne die Verbesserung, die wir gemacht haben. Es ging halt auch erstaunlich schnell. Ja, aber das weiß man ja nicht anhand des Clips. Dein Stream scheint Glück zu bringen. Sitze gerade am Living Decks von Leuchtende Perle und habe direkt zwei gefangen, die ich noch brauchte. Sehr, sehr gut. Aber könnt ihr aufhören, mir das Glück abzuzapfen? Ich brauche hier das Glück endlich für Deoxys. Gib dir diese Zahl da unten. 24.656 ist eine viel zu hohe Zahl. Hey Megumina, Twitch on fire mit Push? Was meinst du mit Push? Push? Push. Du meinst, du hast eine Push-Benachrichtigung und bist direkt hier reingekommen und jetzt bist du on fire? Verständlich. Hallo Candy Mountain, kam gerade erst die Benachrichtigung. Ja, 8 Minuten. 9 Minuten bin ich live. Ich habe mal gehört, dass Twitch Benachrichtigungen extra nicht sofort rausschickt, weil viele Streamer ihren Content nicht direkt beginnen. Ist das echt zu viel oder wenig? 24.000 ist viel dafür, dass es 1 zu 8.000 ist. Klar, wir sind bei dreifachen Odds. 8.000 mal 3 ist 24. Und selbst wenn du durch 4 teilst, was man nicht machen muss. Aber selbst wenn du sagst, hey, du hast ja auch 4 Bildschirme, dann sind wir noch nicht bei 8000, okay, aber dann sind wir bei 24 durch 4, was ist das? 6. 6000. Aber das macht man so nicht, so geht die Rechnung nicht. Was ist das dann Gen 4 Shiny? Das hier ist dann das Gen 3 Shiny. Deoxys ist Gen 3. Gen 4 Shiny wäre das nächste dann Giratina, was ich auch schon so 1000 Stück gesucht habe. Aber zuerst brauchen wir noch 2 Shiny Deoxys, bevor wir weiterziehen. Ich drücke dir die Daumen, dankeschön. Und überleg mal, du hast die Zahl mit 4. Ich hatte die Zahl mit einem Spielstand. Ich weiß. Zeitlich gesehen bist du natürlich um einiges ärmer dran. Aber die Zahl ist trotzdem krass.
Giratina handelst du gerade in BDSP? Ich finde sie die Hand sehr, sehr angenehm in Platin, weil da kann man das Tagebuch tatsächlich überspeichern, sodass man wirklich nur A drücken muss. Fünfmal A, Reset, fünfmal A, Reset und so weiter. Der Ladebildschirm geht schnell. BDSP ist halt der Intro-Screen so ewig. Aber ansonsten ist Giratina natürlich zuckersexy in BDSP. Ich bin auch in BDSP noch an Giratina. Gefällt euch das echt besser, das in BDSP zu machen? Ich würde das ja eher in Schwert und Schild machen. Das würde mir, glaube ich, mehr Spaß machen, als diese BDSP-Grafik immer und immer wieder zu sehen und diesen Startbildschirm. Ich verlasse mich auf die Discord-Nachricht. Discord kommt immer eine Nachricht. Aber ja, ich habe mal gehört, dass Twitch absichtlich nicht sofort die Benachrichtigung rausschickt. Ich glaube, da ist ein bisschen RNG dabei, wann die kommt. Was ja auch Sinn macht, weil die meisten Streamer nicht direkt anfangen. Ich predige ja schon immer, dass man direkt anfangen soll. Es macht keinen Sinn, irgendwie 10 Minuten lang, 15 Minuten lang, 30 Minuten lang zu warten. Also macht trotzdem Sinn, nicht direkt eine Benachrichtigung rauszuschicken, nur wenn der Live-Impuls kommt, weil ich glaube, viele Streamer verklicken sich auch oder fangen erst 10 Minuten später richtig an. Und dann, glaube ich, im Schnitt ist man glücklicher, wenn man halt dazukommt, wenn schon was passiert, anstelle von einem Starting-Screen. Da musst du es erst aber besiegen. Giratina musste in... Ja, klar, die Resets dauern um einiges länger in Schwert und Schild, weil du erstmal 15 Minuten lang da dich durchkämpfen musst. Aber Giratina ist, glaube ich, nicht so schwer. Es gibt ja, glaube ich, nur zwei, die sehr schwer sind. Ich glaube, es ist Xerneas und Sigard. Aber klar, aber dafür hast du halt die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100 und nicht 1 zu 4000. Also ich glaube... Ich weiß nicht, wie könnte man das ausrechnen? Ich glaube, im Schnitt bist du schneller mit Schwert und Schild. Aber ich kann auch verstehen, dass man mehr Bock hat zu Soft-Resetten, anstatt zu kämpfen. Ich habe sogar keinen Bock auf Shiny Hand in Schwert und Schild. Dabei ist es echt cool. Ich verstehe Abenteuer, es muss man mögen. Aber zum Beispiel die Ritter resetten oder die Regis resetten oder allgemein in der Wildnis und vor allem Brüten. Ist ein Schwert und Schild halt richtig, geht richtig schnell. Hallo Dave. Aus meiner eigenen Erfahrung mit mehreren Geräten hatte ich öfter extreme Zahlen, sowohl sehr hohe als auch sehr kurze. Du meinst, das Spiel merkt das, dass wir gerade 4 Bildschirme haben? 24.700, hey, wir haben schon 100 Resets in 13 Minuten gemacht. Du darfst nicht meckern, du darfst erst meckern, wenn du das mal 4 nimmst. 24.000 mal 4. Ich meine, wie viel hattest du denn? Du hattest 24.000 mit Ho-Oh. Nein, natürlich darf ich meckern. Nur weil du nicht 4 Gameboys gekauft hast. Ich meine, ich habe halt Pay to Win. Du hattest 30.000, okay. Stimmt. Aber das fand ich lustig, als Mauri gesagt hat, stell dir vor, jetzt kommt dein Lugi, jetzt während du das normale Ho-Oh suchst, kommt es direkt, so wie bei mir. Ziehst du das durch, das Ho-Oh dann zu löschen? Bitte. Wenn du jetzt zufällig ein Shiny Ho-Oh findest, kannst du es bitte löschen. Ich fände es so gut. Bei den nächsten 4 Resets sei Shiny, also jetzt. Amazes kriegt 10 Subs von mir. Nein, kriegst du nicht. Ich lösche es. Ich mache ein Video und lösche es. Okay. Shiny Dialga habe ich auch in BDSP bekommen. Geht das eigentlich schneller, nur weil es Teil von der Story ist? Nee, oder? Weil Giratina in dem Hamanasu-Park quatscht ja genauso an wahrscheinlich. Wobei, wo kriegt man Giratina überhaupt im BDSP? Schon auch im Hamanasu-Park, oder? Giratina, weil es ist ja nicht Platin. Es gibt keine Zerrwelt. Nee, was? Ist sie im Labyrinth? Ah, in diesem Labyrinth, stimmt. Ah, ja.
voll seltsam. So, sie machen die Zerrwelt nicht rein, weil es ja kein Remake von Platin ist. Aber dann machen sie dieses Labyrinth, wo Giratina drin ist, so wo es komplett anders. Warum haben sie nicht einfach die geile Zerrwelt in die Story reingepackt? Jetzt muss Shiny kommen. Okay. Nein. Ich werde nie wieder ein Deoxys resetten. Keine Angst. Das lag nur daran, weil meine beiden Daumen auf den Reset-Knöpfen gehovert sind. Jetzt nehme ich immer die Finger weg von Start und Select, wenn Deoxys da ist. Es kann gar nicht passieren. Außer ich bin extra dumm, was passieren kann. Ich verstehe allgemein nicht, wie man freiwillig auf der Switch Shiny resetten kann. Ich meine, viele haben kein 3DS. Viele haben erst angefangen zu Shiny Hunten mit der Switch, weil es erst dann richtig populär wurde. Und ich verstehe, also wenn ich die Wahl habe, würde ich auch, glaube ich, immer eher auf der Switch resetten als auf einem 3DS. Weil der 3DS oder DS einfach nicht so gut in der Hand liegt. Der Bildschirm ist so klein. Aber klar, wenn du den gemoddet hast und auf dem Bildschirm hast und so weiter, dann ist wieder was anderes. Aber trotzdem hast du dieses kleine Ding mit den kleinen Knöpfen in der Hand. Ich würde auch viel, vor allem hast du auf der Switch, kannst du einfach auf der Couch liegen. Und klar kannst du auch auf der Couch liegen mit einem DS, aber mit der Switch kannst du auf der Couch liegen. Und dann das Shiny kommt und du kannst es aufzeichnen. Was für mich halt sehr hilfreich ist. Ich habe die ganze Zeit keine Bock, Giratina zu machen. Weil ich dann das anschließen muss und mich filmen muss dabei. Wohingegen, wenn ich es auf der Switch machen könnte, was ich genau genommen kann, wegen BDSP, aber will ich ja nicht, dann könnte ich wenigstens mich auf die Couch legen und hätte wenigstens die Shiny-Animation als Aufnahme. Weil das geht. Deswegen, ich verstehe, wenn man eher auf der Switch resetten will als Oldschool. Aber was Wahrscheinlichkeit angeht, ist natürlich Usum der Killer. Aber Schwert und Schild halt auch. Es geht einfach so schnell, weil die Spiele eine Reset-Kombi haben. Ja, es geht ein bisschen schneller, aber Home-Taste drücken und X drücken dauert jetzt auch nicht so viel länger. Aber die Switch-Spiele haben halt meistens eine längere Intro-Animation. Und es wird irgendwann nicht mehr gehen, ja. Also lieber jetzt auf dem DS Shiny hunten. Dann hat man noch ein paar besondere, bis irgendwann Bank dicht macht. Ich habe einen Autoklicker beim Controller und ich muss nur noch rausgehen, Spiel neu starten und fertig. Du meinst, du hältst eine Taste gedrückt und die A-Taste wird gespammt, also ein Turbo-Taste. Ich habe Schwert und Schild damals sehr viele Shinies aus Eiern und aus Raids bekommen. Ich glaube, Schwert und Schild ist... Ja, definitiv. Ich muss gar nicht glauben. Ich weiß, dass Schwert und Schild... Wobei? Ich habe wahrscheinlich mehr... Also ich habe sacken viele halt Shiny-Eier aus Schwert und Schild. Weil wenn ich was in Shiny haben will und es gibt es nicht in Legends Arceus oder in Karmesin und Purpur, dann müssen Eier gemacht werden in Schwert und Schild. Aber wahrscheinlich sind es nicht mehr als Legends und Karmesin und Purpur Shinies. Weil Karmesin und Purpur und Legends sind jeweils... Wobei Legends sind 240 Pokémon, die es da gibt, ne? Sagen wir, ich habe da... 200 verschiedene in Legends. Aber Karmesin und Purpur habe ich sicher. Ja, wobei. Ich weiß es nicht. Es waren 400. Mit den neuen sind es wahrscheinlich sogar 600. Ja, doch. Ich habe bestimmt in Karmesin und Purpur die meisten Shinies. Ich könnte es ja so filtern in Home und gucken. Aber ich habe auf jeden Fall sacken viele Eier gebrütet in Schwert und Schild. Hoffe, dass es auf der Switch 2 auch rumgeben wird. 100 Pro, selbstverständlich.
Nintendo hat ja gesagt, dass dieses System, was sie einführen mit NSO und Nintendo Online und Home haben sie nicht explizit gesagt, aber dieses komplette Online-System, dass sie das extra so gebaut haben, dass es jetzt halt für die Zukunft ist. Während halt die 3DS-Server nicht für die Zukunft gebaut waren. Oder zumindest haben sie dann, sobald die Switch kam, nicht darauf geachtet, das Gleiche zu machen. Die Frage ist, ob es nicht ging oder ob das so veraltet war, dass sie es komplett neu machen mussten. Keine Ahnung. Deswegen ist ja 3DS alles abgeschafft, weil das neue System für die Zukunft gemacht ist. Deswegen selbstverständlich wird Home geben. Ich glaube, Home wird das System bleiben. Ich will nicht sagen für immer, weil in 100 Jahren vielleicht nicht, aber definitiv für immer. Die werden das halt updaten ohne Ende. Vor allem, wie sollte das nächste heißen? Home 2? Villa? Pokémon Villa? Pokémon Farm? Das gibt's alles, gab's alles schon. Nee, Home ist das was es für immer bleiben wird, glaube ich. Ich meine, die haben ja nur Vorteile dadurch, wenn sie ein System bauen, was für immer funktioniert. Kommt jetzt wirklich die Switch 2? Die Switch 2 wird nicht Switch 2 heißen, aber die wird bald kommen. Wahrscheinlich wird sie in der nächsten Nintendo Direct verkündet. Vielleicht sieht man sie schon. Und dann werden sie sie frühestens zum Weihnachtsgeschäft verkaufen. Aber spätestens zum ersten Quartal 2025. Okay, krass. Naja, krass ist es nicht. Es ist überfällig. Extrem überfällig. Ja, die Frage, was sollte es anders machen als Home? Sie könnten schon einiges besser machen. Sie könnten, wenn es ein Home 2 irgendwann geben würde, würde es quasi eins in allem sein. Im Moment musst du ja die Funktion aufteilen auf dein Handy und auf der Switch. Was ja nervig ist. Aber selbst das können sie einfach mit einem Update machen, dass du halt auf der Switch auch endlich 3D-Modelle hast, die du anschauen kannst, dass du auf der Switch auch Wundertausch machen kannst oder GTS-Tausch und sowas, dass du nicht immer dein Handy dafür benutzen musst. Ich weiß nicht, warum sie das auf zwei Sachen aufgeteilt haben. Eine Vermutung ist, dass die Switch nicht kräftig genug ist. Aber die struggelt ja schon mit Home-Sprites. Und das andere ist natürlich, dass sie einfach wollen, dass ihr System auf so vielen Devices wie möglich aufgeteilt ist, weil dann natürlich Nintendo sich mehr verbreitet und für jeden was dabei ist. Mit Legends ZA als Launch-Titel, oder? Nee, Legends ZA... Also es kann sein, dass Legends ZA automatisch ein Launch-Titel dann ist, aber ich glaube nicht, dass das geplant ist als Launch-Titel. Launch-Titel ist eher sowas, wäre sowas wie neues Mario, neues Mario Kart. Ich hätte ja gesagt, das neue Metroid Prime wäre ein Launch-Titel. Zumindest einer von mehreren. Nicht der Launch-Titel. Und es kann es immer noch sein. Wobei, wann haben sie Metroid Prime verkündet? Früher, ne? Jetzt Ende. Nee, warte. Ach, ich komme mit den Daten durcheinander. Denkst du, es kommt von Pokémon Legends eine passende Switch 2 dazu? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Star Fox? Ich weiß nicht, ob die Rechte für Star Fox haben. Ich glaube, Star Fox ist Rare. Also Star Fox 3D, also dieses Star Fox Adventure, das war definitiv Rare. Dafür haben sie nicht die Rechte, die müssen sie sich kaufen. Aber ich weiß nicht, ob das Original Star Fox nicht auch von Rare ist. So wie Donkey Kong 64. Aber Donkey Kong Country ist auch Rare gewesen. Ich weiß es nicht. Aber Star Fox ist im NSO drin, oder? Oder? Nee, Star Fox ist noch nicht mal im NSO drin, glaube ich. Die haben 2025 gezeigt. Ja, dann könnte Prime definitiv für die Switch 2 direkt kommen. Aber ich habe ja schon gemeint, also dadurch, dass sie jetzt in der Direct so viele krasse Titel gezeigt haben, ist es, glaube ich, relativ sicher, dass die Switch 2 abwärtskompatibel sein wird. Weil sie können nicht jetzt Prime, Mario Party, Donkey Kong und ein neues Mario-Spiel und ein neues Zelda-Spiel rausbringen. Und dann 3 Monate später die Switch 2 rausbringen und sagen, geht da nicht.
Das wäre extrem schlecht für die. Und es ist ja, glaube ich, auch schon durch Leaks quasi bestätigt, dass sie abwärtskompatibel ist, weil irgendwie dieser Cartridge-Slot gezeigt wurde, wo beide Versionen reinpassen. Ach, keine Ahnung. Aber ich würde, also Pokémon ist halt berüchtigt dafür, dass sie immer der Technik von Nintendo hinterherhinken. Deswegen glaube ich, dass ZA kommt für die normale Switch raus. Und wenn irgendwie dann einen Monat später die Switch 2 kommt, dann gibt es halt direkt irgendein Upgrade dafür. Oder es läuft halt sowieso und kriegt kein Upgrade. Aber ich glaube nicht, dass Legends Za für die Switch 2 starten wird. Aber es wäre smart von ihnen, weil dann wären zumindest alle Pokémon-Fans gezwungen, die Switch 2 zu kaufen. Aber das machen sie nicht. Beim 3DS ging es auch, genau. Der 3DS war auch abwärtskompatibel. Das hat sich immer abgewechselt. Wobei, was heißt immer? N64, GameCube, dann die Wii war abwärtskompatibel auf die GameCube. Dann der 3DS war abwärtskompatibel auf den DS. Beziehungsweise GBA war abwärtskompatibel auf den Gameboy. Und dann die Switch war ein komplett neues System. Da war nichts. Wir haben ja nicht mal irgendwelche Online-Games gekriegt. Obwohl die alle in der Bibliothek waren. Aber die Switch 2 wird safe. Also es macht keinen Sinn. Es macht monetär Sinn, dass sie sagen, jo, nicht abwärtskompatibel, ihr müsst sie alle kaufen. Ich glaube, es können sie nicht bringen jetzt mit den neuen Sachen, die sie verkündet haben. Ich hoffe, dass die alten Editionen kommen. Irgendwann werden die kommen. Wir warten seit 3 Jahren darauf. Ich glaube nicht, dass es an, also ich glaube nicht, dass es an der Switch 2 liegt, dass sie kommen können. Weil die alten Generationen werden einfach in der Collection kommen. Online runterladbar sein. Vielleicht im NSO sein. Was ist denn Pokémon Day? Wann ist denn das 30-jährige Jubiläum? Weil da kann man immer noch stärker darauf hoffen, dass sowas passiert. Auf eine 30-Jahre-Collection. Aber ich glaube, wir waren erst bei 27, oder? Es dauert noch zu lang bis 30. Sie könnten hier auch einfach alle alten Pokémon-Spiele in die Online-Funktion stecken. Das könnten sie. Das wäre sehr einfach für sie. Und wir verstehen auch nicht, warum sie das nicht machen. Es wäre sehr einfach. Es würde ihnen sehr viel Geld bringen. Und die Pokémon-Fans wären alle sehr glücklich. Aber. Warte mal, ich habe übrigens alle IDs jetzt neu gemacht von den Spielen hier. Überall ist die Zeit auch anders. 18659. 18715. 1758. Wir können mal kurz die ID anschauen, ob die überall anders ist. Wo steht denn die? Oben. 37245, 21354, 11634. Okay, sie ist überall anders. Ich meine, ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat. Aber zur Sicherheit habe ich jetzt überall die Trainer-ID anders gemacht. ...2026 ist 30-jähriges Jubiläum. Ey, so lange will ich aber nicht warten. Ich meine, mir ist gerade komplett egal, ob sie Gen 1 bis 3 auf die Switch bringen, weil ich habe die ja gerade fertig gemacht. Davor hätte ich sie gerne gehabt. Jetzt würde ich sie, glaube ich, noch nicht mal spielen. Außer sie würden irgendwas Neues dran machen. Ey, was mich zum Ausrasten oder positiv zum Ausrasten bringen würde bei einer Switch 2, wären Achievements. Ich glaube nicht, dass sie es machen, weil Achievements haben irgendwie so einen Suchtfaktor, den, glaube ich, eine Firma für Familienspiele nicht unbedingt machen möchte. Aber wenn Nintendo Achievements einführt, oh yes, Gott, dann muss ich jedes Spiel mir holen und jedes Spiel. Was wäre ein System? Weil sie können nicht Achievements machen, sie können nicht Trophäen machen, das wäre dann irgendwas anderes. Embleme.
wie also nennt man im Fußball verschiedene Sachen, den Teller. Trophäe, Teller, keine, irgendein System, was man sammeln kann. Weil das, was sie im Moment haben, ist ja ein Witz, diese komischen Skins im Online-Shop, die man durch Silbersachen kriegt, das ist ja ein Quatsch. Also richtige Achievements in Spielen, fange alle Pokémon in Legends Arceus, Level, mache den perfekten, aber das spricht so gegen Nintendo dann, so Achievements einzuführen. Ich habe das Gefühl, wenn sie Achievements einführen, das sind das alles so Witz-Trophäen einfach. Sowas wie, spiele das Spiel durch, starte das Spiel, besiege den ersten Arena-Leiter. Aber sowas wie, bringe jedes Pokémon im Pokédex auf Level 10 in Legends Arceus, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen, weil dann die ganzen Nintendo-Casual-Player sich aufregen, dass es nicht machbar ist. Sowas wie in Animal Crossing gibt es auch Achievements. Aber sind es wirklich... Also ja, also du meinst die, dass man zum Beispiel... Wo sind da Achievements? Meinst du, dass man alle Fossilien findet, alle Käfer gesagt, also das Museum? Meinst du das Museum? Oder was für Achievements? Aber ja, es könnte ein Museum auf der Switch sein. Und eine Trophäe ist quasi dann ein Ausstellungsstück. So wie bei Smash Bros. Melee. Wo, wenn man bestimmte Sachen geschafft hat, hat man buchstäblich so eine kleine Figur gekriegt. So eine Amiibo-ähnliche Figur. Und die konnte man sich dann anschauen. Da war der ganze Tisch dann voll mit kleinen Amiibos. Und da hat man dann gesehen, ah, ich habe 100 Mal die Stage geschafft. Und deswegen habe ich diesen kleinen Amiibo. Sie könnten eigentlich das Amiibo-System digital machen. Und jede kleine Figur widerspiegelt eine Herausforderung im Spiel. Und dann hast du halt Pokémon-Amiibos für Legends Arceus. Andere Pokémon-Amiibos für BDSP. Und die schaltest du dann frei. Und dann hast du so ein digitales Schaufenster von Amiibos. Das wäre mega geil. Aber ich glaube nicht dran, weil Nintendo so viel Wert legt auf Casual-Spieler oder halt auf Kinder und Familien. Und für die wäre das dann so, ich schaff das nicht, ist voll blöd. Oder es macht süchtig oder so. Ja, so, und ich meine, das einzige Mal, dass wir Achievements hatten in einem Pokémon-Spiel, war in Schwarz-Weiß 2. Da gab es die Medaillen. Und die waren krass. Aber Schwarz-Weiß 2 ist auch bekannt dafür, dass es das schwerste Pokémon-Spiel ist. Die Medaillen sind krass. Aber so ein allgemeines System von Nintendo wäre halt geil. Aber ich glaube nicht dran. Weil sonst hätten sie es schon gemacht. Ich meine, es gibt Achievements seit Steam existiert. Oder hat Steam die erst später eingeführt? Seit der PS3 gibt es Trophäen. Seit Xbox 360 gibt es Achievements. Und Nintendo hat es immer ignoriert. Braucht man eigentlich alle Mythicals in Home für das besondere Magiana? Ja. Ich weiß nur nicht, bis wohin du alle Pokémon brauchst. Weil das Magiana heißt ja bloß, dass du ein Living Dex haben musst in Home. Aber das gab es ja, glaube ich, zu Release von Home. Und der Release von Home war Gen 7. Mit Let's Go. Also ich weiß nicht, ob du heute für ein Magiana zum Beispiel ein Sarut brauchst, weil Sarut ist Gen 8. Kann sein, dass wenn du bis Gen 7 alles hast, dann schon das Magiana kriegst. Kann aber auch sein, dass die Magiana-Bedingung sich immer aktualisiert mit jedem Pokémon, sodass du sogar Infamumo brauchst. Das weiß ich nicht. Aber ja, du brauchst buchstäblich jedes Pokémon. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Datum gibt, weil Magiana halt Gen 7 ist. Aber genau genommen musst du sie nur einmal im Home-Dex drin haben, ne? Also, wenn du jemanden kennst, der einen Hooper hat, Hooper schicken, zurückschicken und dann hast du den Eintrag. Du musst es ja nicht wirklich besitzen. Am Ende sieht die Switch 2 wie die Switch aus, hat halt nur dann 16 GB RAM und eine CPU aus 2022 und fertig. Ja, das ist ja auch das, glaube ich, das ist die sicherste Wette, dass die Switch 2 einfach eine bessere Switch ist. Ich glaube, das würde uns alle am meisten freuen.
Aber es wird halt auch irgendein Gimmick geben, weil Nintendo muss immer irgendein Gimmick haben. Sei es 3D, sei es Joy-Cons haben so eine kleine Kamera im Joy-Con drin, sei es Amiibo-Funktionen. Es gab immer irgendwas Neues, was das Ganze so ein bisschen quirky gemacht hat und was dann nie jemand benutzt hat. Das heißt, sie können nicht einfach nur die Switch besser machen. Irgendwas muss krass dran sein. Für das Magiana braucht man die neueren nicht. Das heißt, du solltest nur alle Pokémon brauchen bis Gen 7. Also quasi Magiana ist das letzte. Celebi kann man über Schwert und Schild und BDSP tauschen. Zum Beispiel. Du kannst aber auch alles tauschen über Pokémon Home. Du kannst nur im GTS keine Mythicals tauschen, aber wenn du einen Freund, wenn du eine Befreundung hast, mit Freunden kannst du auch Mythicals tauschen in Home. Oder? Ich komme da immer durcheinander, weil sehr oft gingen Mythicals nicht, aber ich glaube, das war immer GTS, Wundertausch. Aber in den Spielen selber kannst du Mythicals auf jeden Fall tauschen. Aber ich glaube auch über Pokémon Home. Solange es ein Freundestausch ist. Nicht sicher aber. 24.900. Die 25.000 steht bevor. An Diancie und Hooper kommt man nicht mehr ran, oder? Nö. Du kommst dann keine Mythicals ran. Seit Gen 6. Die einzigen, die man inzwischen regulär holen kann, wegen Legends Arceus, ist halt Arceus, Manaphy, Shaymin, also die Gen 4 Mythicals, Darkrai, Jirachi, wenn du einen Speicherstand hast, in BDSP, Mew, wenn du einen Speicherstand hast in BDSP, beziehungsweise Mew, wenn du diesen Pokéball noch irgendwo kriegst zu kaufen. Magiana kannst du mit dem QR-Code immer noch bekommen. Stimmt, Magiana, das normale Magiana, kannst du mit dem QR-Code bekommen. Okay, das ist Gen 6, das geht, ja. Aber sonst, Volcanion, Marshadow, Zarut, Diancie und Infamomo kannst du halt immer kriegen. Sonst ist alles im Moment Deoxys in Oras. Aber das ist Gen 3, genau. Die gehen alle noch. Also die gehen alle inzwischen. Genesekt auf Deutsch auch nicht. Doch. Also normales Genesekt kannst du über DNS-Glitch kriegen. Aber ja, streng genommen, Genesekt geht nicht. Aber auch in egal welcher Sprache. Zarut wurde doch nur in irgendeinem Film verteilt. Genau, in dem Zarut-Film. Einmal das normale und einmal Dada Zarut. Das Shiny Genesekt ist japanisch. Ne, normales Genesekt ist ganz normal DNS-Glitch. Aber auch DNS-Glitch ist natürlich ein Cheat. Also, da kannst du dir auch Diancie ercheaten. Fühlt sich halt nicht so gut an. Hallo Lurky. Wollte nur kurz sagen, dass du mich dazu inspiriert hast, die ersten drei Generationen nochmal durchzuspielen. Jedoch auf den alten Konsolen. Besser ist es. Aber was heißt denn da jedoch? Sehr gut auf den alten Konsolen. Anders akzeptiere ich das gar nicht. Oder achso, du meinst Gen 1 und 2 auf dem Gameboy so richtig spielen? Geil. Mach das. Hast du noch so einen richtigen alten Gameboy? Sowas. Es geht ja noch älter, ich weiß, aber zum Beispiel. Oder bist du in der Analog Pocket Liga und hast einen Analog Pocket und spielst da Pokémon drauf. Zombaxa, du bist ein Ninjatom. Hallo Azrael.
Ja, in Pokémon Go kriegst du auch Mythicals, klar. Aber Pokémon Go zählen wir hier immer nicht, weil es fühlt sich nicht wie ein Main-Game an. Auf dem Color, aber ein Analog hast du auch. Ich beneide Leute, die einen Analog haben, aber ich sehe es immer nicht ein. Immer wenn ich irgendwie eine Mail kriege, dass sie wieder verfügbar sind, sehe ich es nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben und Monate zu warten, dafür, dass er dann hier einstaubt. Aber, wo ich mich vorgemerkt habe, ist definitiv der 3D. Also, Analog macht ein N64 gerade, der dieses Jahr, eigentlich sollte der schon draußen sein. Es ist jetzt Juni, hallo? Aber den werde ich mir sofort holen. N64, beste Konsole. Aber Analog Pocket, als diese farbigen rauskamen, war ich kurz davor. Weil so ein mintgrüner Analog Pocket, der so durchsichtig ist, oh mein Gott. Aber, ne, klickst du drauf, sofort ausverkauft. Aber es wird halt nur rumliegen. Ich habe nicht wirklich einen Grund, richtig Gen 1 und 2 auf dem Gameboy zu spielen. Weil wenn, dann würde ich das halt auf dem DS machen. Aber der Analog Pocket ist halt sexy. Pokémon Go zählt nicht, ist ja irgendwie geschenkt. Geschenkt ist es nicht. Ich meine, ich hänge immer noch am Shiny Jirachi. Ich habe inzwischen 5 beste Freunde. Ich habe es fast, Hälfte. Ich habe 5 beste Freunde und ich brauche jetzt nochmal 5 beste Freunde, damit ich in der Quest weitermachen kann. Und danach muss ich immer noch, ich weiß nicht alle Schritte, aber danach muss ich immer noch 30 Kecleons finden, was ohne Event ewig dauert. Und bestimmt noch irgendwas Sauschweres. 5, ja, ich weiß, du hast irgendwie 100 beste Freunde. Aber ich bin ja auch nicht dran. Ich mache immer wieder, wenn ich die App aufmache, gucke ich Freund Bonbons geben oder halt Berries geben und fertig. Es dauert ewig bei mir. Und alle restlichen Mythicals hier für 5, 12, 7 Euro habe ich jetzt alle nicht gemacht. Jirachi war das letzte, was ich gekauft habe. Es ist ein bisschen Pay to Win, diese Mythicals in Go. Aber wenigstens ist die Quest, die man machen muss, dann noch ein bisschen schwer, dass es nicht ganz geschenkt ist. Also so geschenkt war Mew und Jirachi jetzt nicht, finde ich. Aber ja, ein Genesect in einem Raid ist geschenkt. Diancy war ja auch geschenkt. Da musstest du einfach nur, das habe ja sogar ich gekriegt, ohne was kaufen zu müssen. Da machst du einfach beim Event mit und kriegst einen Diancy. Mit einer schönen Animation. Das war schön, wie das da so erschienen ist und so. In Go muss man schon weitaus mehr leisten als DNS-Glitch, ja. Aber deswegen, es hat trotzdem diesen hässlichen G-Stempel. Die sahen mega geil aus, ja, habe aber den normalen in Schwarz, war es mir wert. Ja, damals ist ja auch schon ewig her, dass der rausgekommen ist. Da war ich echt am, da habe ich es irgendwie nicht mitgekriegt oder ich dachte halt, ja, okay, geil, werde ich mir vielleicht irgendwann holen. Aber dass der ja immer ausverkauft ist und ein halbes Jahr Lieferzeit dauert, hätte ich das gewusst, dass dieses Ding so rar ist, glaube ich, hätte ich mir einen geholt. Aber inzwischen, es ist so lang her, dass ich weiß, dass er bei mir einfach nur rumliegen würde, wenn ich einen hätte. Aber das 3D-Ding, das Analog-3D wird er, glaube ich, einfach nur heißen. Der muss her. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Epilog, die den GB-Operator gemacht haben. Erstens, hab's ja schon gestern erzählt, die schicken mir jetzt einen zweiten Operator, damit ich ein Video machen kann über Shiny Hunt mit dem Operator. Weil man kann ja jetzt mehrere Operator gleichzeitig steuern. Kann man da eigentlich irgendwelche lustigen, egal, ich sage erstmal weiter. Die haben letztens wieder auf eine Frage geantwortet auf Twitter. Da hat jemand gefragt, wird es irgendwann auch einen DS-Operator geben? Und sie haben gesagt, ja, aber sie arbeiten gerade erst am NES- und SNES-Operator. Also, wir können hoffen, aber es wird halt noch
glaube ich, sehr lange dauern, bis wir einen DS-Operator haben. Aber bei der Geschwindigkeit von Pokémon und Nintendo haben wir wahrscheinlich einen DS-Operator, bevor wir Gen 4, 5, 6 und 7 auf der Switch haben. Mal sehen, vielleicht gehe ich dann weiter und fange endlich mal die nächsten Generationen an. Mit denen hätte ich noch nichts zu tun bisher. Denn Origin 6 hat mich inspiriert. Hätte ich schon Bock drauf. Das sagen immer wieder viele, dass ich sie inspiriert habe. Und das war die Absicht von den Videos. Beziehungsweise die Absicht von den Videos war einfach, dass ich es für mich mache. Und anscheinend gefällt es Leuten, dabei zuzugucken. Aber es ist krass, wie viel ich dazu inspiriert habe, das auch zu machen. Es ist einfach geil zu sammeln, ey. Aber ich verspreche dir, Gen 1 bis 4, vielleicht 5, sind die besten dafür. 6, 7, 8 und 9 wird jetzt, glaube ich, ein bisschen langweilig, leider. Ja, du Arsch, wegen dir habe ich hunderte Euro ausgeben müssen. Yep. Und du kannst es nicht mal von der Steuer absetzen. Moment, aber Marco, wie weit bist du eigentlich? Bist du komplett durch? Ne, du steckst in Gen 4 oder 5 oder so. Leo, hast du die Unterhaltung letztens im Trade-Bereich mitbekommen? Ich habe mich fast schon schlecht gefühlt. Nein, was war? Soll ich gucken? Ist es lange her? Finde ich das schnell? Origin mache ich so nebenher. Besser ist es. Wenn du das so schnell machst, dann fühlst du dich schnell leer. Und kannst nichts mehr mit dir anfangen. Habe auch deswegen einen halben Kaufrausch gehabt und einiges an Geld gelassen. Ja, deswegen wäre ich auf der anderen Seite auch sehr traurig gewesen, wenn sie auf einmal gesagt hätten, yo, Gen 1 bis 3 jetzt auf der Switch. Und ich so, ich habe gerade 500 Euro ausgegeben für alle Spiele. Aber auf der anderen Seite ist es auch geil, die zu haben, so. Noch geiler wäre natürlich, die richtig schön zu haben in OVP und so. Eingeschweißt, gegradet mit einer 10. Aber sie auch einfach lose rumliegen haben, ist auch ganz cool. Was ich immer auf Twitter sehe, wenn Professor Rex, ich weiß nicht, wenn ihr den kennt, Professor Rex ist so ein extremer Shiny Hunter, der 16 Gamecubes hat und so, nicht so mickrige 4 wie ich hier. Und der hat jetzt wieder sich neue Cartridges gekauft für die Safari Week. Und wenn der ein Bild davon macht, ey, du kannst einen Kilometer wegstehen und nicht alle Cartridges passen auf das Bild drauf. Der hat irgendwie 30 Feuerrot, 40 Blattgrün. Das ist so abgefahren, ey. Und er kauft immer neue dazu. Der wird irgendwann die ganze Welt ausstatten können mit Gen 3 Spielen. 25.000. Sage, Hypers, Copium, alles. Bist du ab morgen auch dabei bei der Safari Week? Jedes Jahr reizt es mich. Jedes Jahr ist es irgendwie cool, dass so das komplette Pokémon-Internet-Fanbase sich in die Safari-Zone schwingt. Aber ich breche ja schon hier. Wie lange geht die? Safari Week ist nur eine Woche, oder? Ich meine, das heißt ja nicht Safari Weeks. Du machst HGSS und BDSP. Ja, ich dachte mir, wenn, würde ich es auch, glaube ich, in BDSP machen, was aber Quatsch ist, weil ich habe hier 4 Feuerrot vor mir liegen. Es wäre eigentlich... Der Operator ist halt perfekt mit dem Update rausgekommen. Ich frage mich, ob das Absicht war, dass die kurz vor Safari Week dieses Operator-Update rausbringen. Weil jetzt viele machen ja die Safari Week über den GB Operator. Candy Mountain, du bist ein Riolu. Kawaii. Es ist halt... Ciao, JJ. Aber ja, jetzt kommt das Shiny, weil du weggehst. Piquet. Ich muss aufhören, Piquet zu sagen. Piquet. Dankeschön. Für 3 Monate.
Vielen Dank. Lurky, du bist ein Luxtra. Danke für dein Prime, Piquette. Warum Piquette? Piquette. 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 BDSP brauche ich leider keine Mons mehr aus dem Moor. Es ist quasi nur für den Bruch. Hm. Nur für den Bruch. Wollte jemand ein Shiny Mew in Gen 1 für Mythicals aus Gen 8 hergeben? Und ich meinte nur, dass das Mew nichts wert ist, weil ich die an die Community verschenke. Ich fand das schon einen halben Arschloch-Move von mir. Bekam dann auch noch ein Pokémon geschenkt, was die andere Person für das Mew gesucht hat. Du meinst, du sagst gerade selber, dass du das Arschloch warst. Ich meine, ja, das ist halt schon krass, wie du die Mews einfach hergibst, weil du diesen Glitch einfach so oft gemacht hast. Aber Mews sind allgemein nicht viel wert. Weil jeder den Glitch nachmachen kann. Es ist wirklich nicht schwer, der Glitch. Und du kriegst ja, glaube ich, auch eins in BDSP. Oder irre ich mich da? Das war doch Mew und Jirachi in BDSP. Wenn du einen Spielstand hast von Let's Go und Schwert und Schild, glaube ich. Aber gut, Shiny Mew ist halt selten. Aber ja. Aber fühl dich doch nicht schlecht, du warst ja transparent, du hast ja gesagt, jo, ich gebe dir die ganze Zeit her, ich habe davon genug und es ist nicht schwer zu machen und ich brauche nichts dafür und dann kriegst du halt doch was, mein Gott. Wurde es früher in der Grundschule Piquette genannt, kommt von typisch Andy Danny Piquette und ist daran angelehnt. Hab's damals falsch geschrieben, da ist es halt so geblieben. Aber ich kenne die nicht. Typisch Andy Danny Piquette, kenne ich nicht. Shiny Mew sieht auch mega nice aus, ja. Und ein weiterer Grund, warum die Leute glauben, dass Ditto und Mew quasi Klone sind. Aber es ist nicht so. Es ist ein Gerücht. Ja. Irgendwie, jetzt kommt Marco um die Ecke und jetzt habe ich Bock auf Safari Week, aber ich kann doch nicht noch mehr Projekte machen. Und es ist ja wirklich, es ist ja schwer für mich, einfach da zu sitzen und Shiny zu hunten. Ich finde es tatsächlich keinen leichten Content zu machen, weil Shiny hunten, vor allem dann sowas wie Safari Week, ist halt Just Chatting. Und ich bin kein guter Just Chatter. Wir machen lieber Gen 6. Und ihr macht währenddessen Safari Week, während ich inspiriere dich doch gerne. Ja, ich meine, ich habe ja quasi auch bei dem Egg Month mitgemacht, aber das war ja auch, da habe ich ja auch schnell die Krise gekriegt. Aber gut, das war auch Manafi. Irgendwann mache ich bei Safari Week mit. Irgendwann. Aber ich bin halt, im Moment bin ich immer noch einer, der halt gewisse Pokémon haben will. Und ich weiß, in der Safari-Zone gibt es auch gewisse krasse Pokémon, wie das, was Oliver gefangen hat, das Dragonier, 1% Dragonier, das ist halt schon krass. Und ich will endlich, dass dieses Video rauskommt. Aber ansonsten sind es halt relativ normale Pokémon, die in der Safari-Zone sind, die man sonst überall anders auch bekommt. Und es fällt mir schwer, Shinies zu hunten, die ich schon habe. Aber ich weiß, dass es darum nicht geht. Die meisten Shiny Hunter, die bei der Safari Week mitmachen, sind halt wirklich, ich mache mit, um zu Shiny Hunten. Es geht mir nicht darum, 30 Shiny Habitats zu finden. Es geht mir darum, Shinies zu hunten. Aber das bin ich irgendwie nicht. Ich kann nicht einfach. Die Safari Zone ist für mich so ins leere Hunten. Und ich will. Ich kann natürlich mir ein Ziel geben, wie ein 1% weibliches oder männliches, ist glaube ich seltener, männliches Azurill zu suchen, was 1 zu 1 Million ist oder so. Aber das ist ja dann wieder das ist ja abnormal. Willst du eigentlich alle in Shiny oder nur ein paar Auserwählte? Ich will alles in Shiny. Ich habe 1300 Shinies. 1130, sorry. 1300 wäre, dann wäre ich schon fast zu Ende.
Ich habe 1130 verschiedene Shinies. Ich möchte am Ende ein Shiny Living Form Dex haben. Und ein paar will ich halt da haben, wo sie das erste Mal vorkamen, wie zum Beispiel Deoxys. Aber gut, das hier ist auch die einzige Möglichkeit, Deoxys und Shiny zu handeln. Giratina suche ich dann in Gen 4, Kyurem suche ich dann in Gen 5. Und dann hört schon auf, weil es keine Legis gibt in den anderen. Shiny unlocked. Aber so ein paar besondere will ich halt in den alten Generationen haben. Wenn man es sehr strikt angeht, sehr methodisch angeht, dann hat man relativ schnell einen vollen Shiny Living Form Dex. Weil du einfach nur brütest, nur Schwert und Schild Dynamax Abenteuer machst und sowieso in Gen 8 und Gen, oder nur in Legends Arceus und Kamisin und Popo einfach alles in Shiny fängst. Dann hast du schon wahrscheinlich 80%. So wie ich jetzt. Und die richtig schweren sind halt dann sowas wie Jiraji, Deoxys und so. Die können dann dauern. Oder alle Icognito-Formen. Das steht mir auch noch bevor. Anstrengend, oder? Nee, wenn es anstrengend... Also es ist... Was heißt anstrengend? Shiny Hunten finde ich ist nicht anstrengend. Man braucht halt Geduld. Wenn man keine Geduld hat, dann ist es halt nichts für einen. Aber ich finde, man braucht noch nicht mal große Geduld, weil keiner Shiny huntet nur. Meistens schaust du halt irgendwas an. Einen Stream, einen Film, eine Serie und Shiny huntest währenddessen. Deswegen. Man muss sich einfach relaxen und dann passiert alles von alleine. Dann brauchst du noch Shiny Zapdos und Lavados und Mewtwo aus Gen 1. Nö. Ich habe meinen Arctos aus Gen 1. Ich brauche nichts anderes aus Gen 1. Aber ja, Zapdos und Lavados wäre schön. Ich meine, wenn ich Entei, Raikou und Suicune in Kolosseum hole, dann muss ich eigentlich auch Arctos, Zapdos und Lavados in Gen 1 holen. Aber ich will nicht. Das war so eine nervige Shiny Hand. Die war so langweilig. Ich bin erst bei 515 Shinies. Das ist voll viel. Ich glaube, als ich vor, weiß nicht, 4 Jahren angefangen habe, wirklich zu Shiny Hunten, so aktiv, mit dem Ziel, ich mein erstes Ziel war einfach, ich möchte alle Shinies haben, die ich cool aussehend finde. Sowas wie Kiesling oder Ramoth. Ne, die sehen einfach unfassbar geil aus. Oder Tromborg. Und dann hatte ich auf einmal alle die richtig abnormal geil aussehen. Und dann war ich angefixt und habe weitergemacht. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich die so eingetragen habe und gezählt habe, wie viel ich habe, da hatte ich dann irgendwie schon über 200. Und dann bist du halt, da bist du mittendrin, ne? Da kannst du nicht mehr aufhören. Kannst ja nicht einfach aufhören dann. Mir fehlt Arctos und Lavados. Und machst du es in Gen 1? Das Ende hat sich gelohnt. Natürlich hat sich's gelohnt, wenn man es dann hat. Aber ich habe ja jetzt eins aus Gen 1. Das Beste auch noch. Ja, genau so würde ich es auch machen, nur die, die ich cool finde. Ja, dann mach mal. Und dann siehst du, was danach passiert. Dann siehst du, wie angefixt du bist danach. Und dann denkst du dir nämlich, oh, aber eigentlich ist es auch cool, welche zu haben, die sauschwer zu kriegen sind. Oder jetzt wäre es eigentlich auch cool, welche zu haben, bei denen man gar nicht sieht, dass sie shiny sind. Wie zum Beispiel Cap-Pikachu oder allgemein Pikachu. Ey, dass hier keins kommt, ist bei 25.000 tut's jetzt echt weh. Jeder Reset tut weh, ey. Tu mir doch nicht weh, Deoxys. Warum tust du mir weh? Was habe ich dir getan? Bestrafst du mich dafür? Für was bestrafst du? Was habe ich dir Ich habe Deoxys nie was getan. Ich habe es immer gut behandelt. Ich meine, ich habe mich hingeglitscht. Ich habe es RNG manipuliert. Ich habe es in nicht so vielen Bällen gefangen. Wie viele Bälle habe ich gebraucht für Deoxys? Ja, doch schon viele. Ich glaube 80 und einmal 130. Ich glaube, im Schnitt habe ich immer so 90, 80 Bälle gebraucht. Eben, das hat gar keinen Grund, böse auf mich zu sein. Ich habe 4-mal Smaragd für dich durchgespielt, Deoxys. Ich habe dir nie was getan. Außer du magst Cheaten nicht, dann
Tut's mir leid mit RNG-Manipulation und so. Vielleicht weiß es einfach, dass ich nicht hier sein sollte. Es ist unlogisch, dass ich hier bin. Laut Data Mines gibt es Shiny Deoxys nur auf Stream. Verdammt. Die Data Mines. Cap Pikachu war auch nervig, weil man immer in den Bericht schauen muss. Hey, wie bei Manafi. Aber auf Cap Pikachu freue ich mich trotzdem, weil es ist was sehr Besonderes. Alle, die... Kyurem ist ja eigentlich auch was Besonderes, weil man fest davon überzeugt ist, dass Kyurem Shiny Locked hätte sein sollen. Weil sie locken alle Legis. Wobei sie haben nicht alle, sie haben halt Reshiram und Zekrom gelockt. Aber es ist schwer zu glauben, dass sie die beiden Cover-Legis locken, aber nicht Kyurem. Ich glaube nicht, dass es kann eigentlich keine Absicht sein. Es muss, müssen die vergessen haben. Auf jeden Fall sagt man, dass Kyurem vergessen wurde. Und wenn das so ist, dann ist es halt Kyurem in Gen 5 zu haben auch besonders. Cap Pikachu haben sie definitiv vergessen. Manaphy haben sie definitiv vergessen. Ich meine, sie haben es nicht vergessen, wir haben nur einen Weg außenrum gefunden. Aber jetzt, wo es diese Manaphy-Methode gibt, die ACE-Methode, ist das schon auch verlockend. Aber wenn man sich das Tutorial dazu anschaut, also es gibt quasi eine Möglichkeit, wie man Manaphy bekommt, so wie zum Beispiel Deoxys hier. Also man macht ACE, Arbitrary Code Execution, was super crazy aussieht in Gen 4, weil du musst quasi einen Code zeichnen. Also diesem Poke R1-Ding, in diesem... diese Kommandozentrale in Gen 4. Da gibt es ja auch einen Notizblock. Man kann in den Notizblock so Pixel zeichnen. Und ich habe es mir nicht genau angeschaut, das Tutorial, aber auf jeden Fall viele Schritte bestehen darin, ein genaues Muster an Pixeln zu zeichnen, um quasi zu glitchen. Und Arbitrary Code Execution ist ja so ein krasser Glitch, dass du das Spiel umprogrammierst. Und so programmierst du das Spiel um, dass du von dem Typen im Supermarkt ein Manaphy-Ei kriegst. Und so kannst du halt einfach, wenn du diesen fetten, fetten Glitch machst, wo das Video schon eine Stunde lang geht, und so beim Durchscrubben denkst du dir nur, oh mein Gott, das schaffe ich niemals. Aber das dachte man sich auch bei Deoxys oder bei Mew, wenn man das Tutorial anschaut dafür. Oder bei Arceus. Und dann am Ende geht's doch, wenn man ein bisschen sich reinfuchst. Aber so ist es halt möglich, ein legites Manaphy sich zu holen. Legit. So legit halt wie auch hier Deoxys. Indem man sich ein Ei holt, wo Manaphy drin ist. Und dann schlüpft es ganz normal aus. Und man shiny brütet quasi ein Manaphy mit 1 zu 8000, was alle 10 Sekunden aus dem Ei schlüpft. Weil du halt wirklich einen Schritt gehst, schlüpft aus. Reset. Schritt gehen, schlüpft aus. Reset, schlüpft und so weiter. Aber Manaphy ist halt eine so coole, besondere Hand, dass ich nicht einfach sagen kann, ah, machen wir die Glitch-Version. Ich meine, Deoxys geht nicht anders. Man muss es glitchen. Aber Manaphy geht halt anders. Jetzt mal rein theoretisch würde es doch aber schneller mit diesen Modulen gehen, oder? Mit diesen Modulen? Welche Modulen? Mit diesen Modulen? Modulen? Welche Module? Zwei, fünf, eins, vier, null. Es gibt auch diese Module mit Cheats drauf. Also meinst du jetzt sowas, womit wir das Zoroark-Event gemacht haben? Das sind Event-Cartridges. Ja genau, das geht nicht, weil das ist ja einfach das Event, soweit ich weiß, vielleicht
gibt's noch mehr. Aber das ist ja ein Event, wo du ein Manaphy kriegst. Das kann nicht shiny sein. Das wäre genau das gleiche wie das. Das ist quasi das gleiche wie das Manaphy, das man über Ranger bekommt. Nur dass du es halt als Geheimgeschehen bekommst. Das ist shiny locked, wenn du es erhältst. Da müsstest du genau das gleiche machen. Du müsstest dir 4 davon holen. Wenn das ein Ei ist. Aber ich glaube, das ist noch nicht mal ein Ei. Ich glaube, damit geht's gar nicht. Du musst wirklich für Manaphy dieses Ei holen. Von den Ranger 1, 2, 3 Teilen. Und das ausbrüten. Das wäre ja wie, wenn du jetzt sagst, ich hole mir einfach das Shiny Genesect Event. Oder das ist ein schlechtes Beispiel. Keine Ahnung, Shiny Meloetta Event. Und du resettest das Event so oft, bis es shiny ist. Das geht nicht. Das war ja keine shiny. Das ist immer das gleiche, Diancie. Oder Meloetta. Das, was ACE macht, ist so, wie du dein Jirachi geholt hast in Gen 3. Du stellst ein Ei her, in dem ein Manaphy ist. Und dann kannst du dieses Ei so oft ausbrüten, bis es hoffentlich irgendwann shiny ist. Nicht dieses Ei, du holst immer wieder ein neues Ei natürlich. So machst du halt aus einer komplizierten Manaphy-Hand eine ganz normale Brüt-Hand aus Manaphy. Was du natürlich auch meinen könntest, sind Action-Replay-Module. Aber das ist ein Cheat-Modul. Da steckst du rein und sagst, ich hätte gern Manaphy. Klick, okay. Es ist auch anders möglich, so wie ich gerade gemeint habe. Aber Event-Cartridges sind, da ist ein Manaphy drauf. Das kann nicht shiny sein. Ich glaube, über so ein Modul hat meine Freundin damals meinen Meloetta shiny gemacht. Ja, weil es gibt einfach Cheat-Module, meistens eben Action Replay, so hießen die. Und damit konntest du einfach, das steckst du in dein Spiel rein oder steckst in deine Konsole rein und dann sagst du, das shiny Klick, das shiny Klick. Ist halt ein Cheat-Modul. Ah, das machen wir natürlich nicht. Mariko, das ist Schummeln. Ganz genau. 25.168. Und ratet mal, was ich heute zum Essen mache. Butter Chicken. Das Fleisch ist schon am Marinieren. Aber wir hatten keinen Cayennepfeffer. Deswegen ist jetzt Black Pepper drin. Schummeln wollen wir nicht? Nee. Ich meine, Schummeln ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Genau genommen schummel ich hier gerade auch. Wenn wir den Begriff sehr breit nehmen. Broad. Heißt broad breit? Schon, oder? Weit aufgefächert. Was ist jetzt, Deoxys? 25176. Was wäre die nächste schöne Zahl? 25252? Wenigstens lerne ich die Vielzahl von 4 sehr gut dabei. Ich kann jetzt fast dir immer aus dem Stand raus sagen, welche Zahl durch 4 teilbar ist und welche nicht. 25678? Ja, geht schöner. 2... Wenn dann 4, 5, 6, 7 mal. 2, 5, 2, 5, 2. 2, 5, 2, 5, 2 geht halt. Aber das wäre ein bisschen früh, um da stehen zu bleiben. 2, 5, 2, 5, 2. Nee, 25, 2, 52. Doch, oder? Ja, 252 ist 4. Leo, meinst du, dass es die Gen 6 Mythicals in Legends ZA geben, so wie es auch in Arceus der Fall war? Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Irgendwie könnten sie Diancie und Hooper einbauen in die Story. Aber vielleicht wird es auch sowas wie, wenn du ein Legends ZA Speicherstand hast, was wäre da logisch zu bekommen?
Nichts aus Gen 6 wäre logisch. Keine Ahnung, ja klar. Es macht halt immer Sinn, dass sie sowas machen wie, wenn du den bestimmten Speicherstand hast, kannst du das machen. Weil dann sorgt es natürlich dafür, dass Leute sich die alten Spiele kaufen, extra dafür. Wobei ich nicht glaube, dass es so effektiv ist. Ich glaube, wenn du so ein krasser Pokémon-Fan bist, dass du unbedingt ein bestimmtes seltenes Pokémon haben willst, dann hast du eh die alten Spiele. Und wenn du ein Casual-Player bist, dann ist es dir, glaube ich, relativ egal, ob du ein Shaman hast oder nicht. Dann kaufst du dir nicht extra für Shaman. Oder was war's? Ich bringe mal durcheinander, welche was gegeben haben. Arceus in Legends hat dir Arceus in BDSP gegeben. So. Oder? Ja. Ich meine, das, wenn du Casual-Player bist, dann machst du das ja nicht extra. Gibst ja nicht extra 60 Euro aus. Deswegen ganz, also es ist schon nachzuvollziehen, bestimmt ein paar Leute kaufen sich es dann deswegen. Aber ich glaube, auch ein schöner Grund, das zu machen, ist immer halt die Spiele zu connecten, weil das ist so ein Pokémon-Ding einfach. Ich meine, welches Spiel hat so eine Verbindung zwischen allen Spielen, die jemals rausgekommen sind? Ich meine, es ist ein bisschen durchbrochen jetzt, wenn Bank abgeschalten wird irgendwann. Aber im Moment kannst du von Gen 1 quasi alles übertragen auf Gen 9. Welches Spiel funktioniert so seit über 25 Jahren? Und deswegen halt immer noch sowas drin zu haben, dass du Speicherstände brauchst, um gewisse Pokémon zu kriegen, ist halt immer noch dieses, du bist connected über dem Spiel hinaus. Deswegen klar, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Diancie und Hooper sein wird. Aber ich glaube schon. Pokémon wird immer einfacher. Exklusivität wird immer leichter, wird immer mehr aufgehoben. Oder es wird immer mehr zu Pay to Win. Weil Vulkanion bekommst du nirgends mehr, nicht mal in Go. Immer Vulkanion wurde vor 2 Jahren verteilt. Richtig lange und richtig viel. Wenn du im Moment kein Vulkanion hast, dann hast du vor 2 Jahren einfach nicht aufgepasst oder noch nicht gesucht. Go ist extrem Pay to Win. Nicht nur, du musst auch relativ viel machen in Go, um das dann zu kriegen. Sie werden das da sicher wieder so machen, dass man die bekommt, wenn man einen Spielstand von anderen Spielen hat. Ja, oder halt bei einem Event mitmacht, wodurch du einen Kristall kriegst und nur mit dem Kristall kannst du zu Diancie. Wobei Legends ist ja kein Main-Main-Game. Deswegen glaube ich, wird es da auf Spielstände basieren und nicht, oder auf Rätsel und nicht auf Events. Weil Events ist eigentlich so gut wie immer nur Main-Game. Gen 10, Gen 9 und so. Oder war in Legends Arceus irgendwas mit Geheimgeschehen? Nein. Das war alles Rätsel oder du hast einen Spielstand. Beziehungsweise in Legends Arceus war, glaube ich, nichts mit Spielstand auch. Es war einfach nur, du kriegst es. Quests. Oh ja. Aber Vulkanion ist doch Gen 7, oder? Ist Vulkanion Gen 6? Ist Hooper Gen 7? Verwechsel ich Hooper und Vulkanion? An der Position? Telekom. Marshadow bekommst du zum GoFest im Juli, genau. Sind beide Gen 6. Echt? Diancie, Hooper, Vulkanion und nochmal Hooper? Echt? Und Gen 7 ist Marshadow und? Kann ja nicht nur Marshadow sein. Könnte schwören, Vulkanion ist Gen 7. Ich gucke jetzt. Ah, Zeraora, ja. Vulkanion, ja. Diancie, Hooper und Vulkanion. 3 mystische. Amagiana ist es auch noch in Gen 7, stimmt, sind auch 3, ja. Marshadow, Magiana und Zeraora. Okay. Aber es sind dann immer weniger geworden. In Gen 8 ist es nur Sarut, oder? Und in Gen 9 ist es nur Infamomo. Gen 4 hat auch mehr.
Gen 4 hat Shaman, Darkrai und Arceus. Auch nur 3, oder? Ich meine, zuerst ist es mehr geworden und jetzt wird es wieder weniger. Hallo Grimlock. Link. Heißt du Link wegen Zelda, dann musst dich ja das neue Zelda X hoffentlich extrem gefreut haben. Ich habe ja einen Post auf YouTube gemacht zum neuen Zelda, wo ich einfach nur gesagt habe, und auf Twitter, wo ich einfach nur gesagt habe, yo, wenn Game Freak doch einfach nur Spiele machen könnte, die aussehen wie das neue Zelda, wäre ich so glücklich. Und dann haben Leute tatsächlich gesagt, wie, das neue Link, niemals, bitte nicht, es sieht so kacke aus, BDSP sieht so viel schöner aus. Was? Wie kann man die BDSP-Grafik schöner finden als die Link's Awakening-Grafik? Wie? Es ist objektiv, definitiv die schönere Grafik. Es ist der gleiche Style, das heißt, man kann sich nicht über den Style streiten, entweder man mag den Style oder man mag den Style nicht, okay. Aber du kannst doch nicht sagen, dass BDSP schöner aussieht als Link's Awakening. Das kann nicht sein. Das hat nichts mit Style zu tun. Das hat nur was damit zu tun, ob man Geschmack hat oder nicht. Das verstehe ich nicht. Und zwar locker 4 Leute haben kommentiert von, also ungefähr glaube ich die Hälfte hat kommentiert, was? Nein, BDSP sieht so viel schöner aus als Zelda. Was? Unverschämt. Ja, dass man Meloetta in Capo bekommt, war cool. Vor allem das Rätsel war echt cool. Als das rauskam, war echt erstmal so Panik. Das habe ich in meinem Video auch leicht falsch gesagt. Man muss sich in die Richtung vom Wind drehen. Weil viele haben es mit meinem Video gekriegt und viele haben es mit meinem Video nicht gekriegt. Und ich war so, hä? Und dabei muss man sich in die Richtung vom Wind drehen. Und manche haben das halt zufällig gemacht. So wie ich. Und manche halt nicht. Aber da muss man erstmal drauf kommen. So schrecklich fand ich BDSP nicht. Aber definitiv schrecklicher als Link's Awakening. BDSP hat schönes Wasser. Hast du das Wasser in Link's Awakening gesehen? Ja, ist wegen der Legend of Zelda. Das neue Zelda sieht interessant aus. Es sieht so cool aus. Ein Top-Down-Zelda zu kriegen mit Mechaniken wie aus Tears of the Kingdom. Oh. Link's Awakening war so gut. So ein schönes Rätsel-Zelda, wo es nicht um groß kämpfen geht, sondern wirklich nur Rätsel lösen. So wie Oldschool-Zelda halt war. Und jetzt noch die Elemente von Tears of the Kingdom rein, dass du halt wirklich das Spiel spielen kannst, wie du willst und es gibt keinen richtigen Weg, es zu spielen. Das wird die Rätsel so krass aufmachen und so interessant machen. Und dann spielst du auch noch zum ersten Mal im Leben einfach Zelda. Und es macht auch noch Sinn, weil du mit ihr die Kraft hast, Sachen zu erschaffen und zu kämpfen, ohne wirklich zu kämpfen. So, so smart. Und dass sie das auch noch gemacht haben, kurz nachdem Tears of the Kingdom kam vor einem Jahr raus. Und zack, bumm, kommt einfach ein neues raus. Genius. Genius. Ich freue mich auf Zelda, ich auch. Und dann kommt es sogar schon im September. Alter. Das ist so typisch Nintendo. Wenn sie was Geiles machen, kommt es so oft vor, dass es einfach in ein paar Monaten rauskommt. Okay, Metroid Prime haben sie vor 8 Jahren verkündet und kommt jetzt erst nächstes Jahr raus. Oder Ende des Jahres? Nee, nächstes Jahr. Da haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen und verkündet und sowas. Aber aus dem Nichts kommt auf einmal ein neues Mario Party. Aus dem Nichts kommt aber ein neues Zelda. Wow. Das sind dann die Momente, wo man sagt, wo man ein bisschen stolz ist, Nintendo-Fan zu sein. Es gibt wenig Momente, wo man stolz ist, Nintendo-Fan zu sein, weil sie viel verkacken, vor allem als Pokémon-Fan. Aber dann gibt es immer wieder Momente, wo sie eindeutig Banger rausbringen, wo man sagt, ja Mann. Deswegen sind Nintendo-Spiele 60 Euro und deswegen sind Nintendo-Spiele exklusiv. Wegen diesen... Ich übertreibe gerade sehr, aber wegen diesen... Landschaft ändern. Auf Englisch wäre es besser. Landschaft ändernden Spielen. Man spielt eine Zelda in einem Zelda-Spiel. Ich weiß nicht, ob mir die Änderung gefällt. Ja, ich meine, die Witze werden sich natürlich
häufen. Die werden natürlich... Also mein Witz wird definitiv sein, wenn ich das Spiel spiele, dass wir nicht Zelda spielen, sondern Link. Weil wir haben ja bisher immer Zelda gespielt. Das haben immer alle Leute falsch genannt. Zelda ist der Protagonist. 26. September. Ich hoffe, dass ich da nicht gerade im Umzugsstress bin. Aber eigentlich ist das der Moment, wo wir aus der Wohnung geschmissen werden. Deswegen sollten wir hoffentlich davor schon wunderschön neu eingerichtet sein. Und ich werde dieses Spiel spielen können. Und wie Zelda da auf diese Klippe zugeht und dann bleibt es stehen und die Landschaft eröffnet sich sowas. Genau wie in Breath of the Wild. Das ist so geil, wie sie diese Route jetzt eingeschlagen haben und einfach durchziehen, obwohl es ein 2D-Zelda quasi ist. Und, das ist mir gar nicht aufgefallen im Trailer, das habe ich jetzt erst gesehen, als Leute es analysiert haben. In dem neuen Zelda stehen sich Zoras und Zoras gegenüber. Die Zoras aus A Link to the Past und die Zoras aus, keine Ahnung, Ocarina of Time. Wir haben zwei verschiedene Arten von Zoras in einem Spiel. Wie erklären die das? Wie, da muss es eine Erklärung für geben. Oder waren das die alten Zoras nie Zoras? Aber die haben damals schon Zoras geheißen. Also warum haben wir zwei verschiedene Arten von Zoras in einem Spiel? Weil es gab immer die Ocarina of Time Zoras, das waren quasi gute Fische, mit denen du Sachen gemacht hast und Quests und sowas. Oder auch in Breath of the Wild dann die Zoras und so. Aber es gab halt A Link to the Past, die richtig alten Zoras, waren einfach böse Fische, die Gegner waren. Und beide kommen vor in einem Spiel. Wie? Als nächstes sind Oris da. Wobei Oris und Zoras gab es schon zusammen. Was auch keinen Sinn macht. Weil Zoras sind Oris. Haha. Aus der Wohnung geschmissen. Ja, unser hier in Irland ist es leider so, dass wenn der Vermieter die Wohnung verkauft, dann muss der Mieter raus. Was in Deutschland nicht so einfach geht. Das ist zumindest kein Grund in Deutschland, um jemanden rauszuschmeißen, wenn man die Wohnung verkauft. Aber hier ist das so. Wenn hier eine Wohnung verkauft wird, dann muss der Mieter mit der Wohnung raus. Aber zum Glück kriegt man ein halbes Jahr vorher Bescheid. Aber dieses halbe Jahr endet Ende September. Wir warten nur noch auf den Recommendation Letter von unserem Vermieter. Dann haben wir unsere Bewerbungsmappe fertig, die echt ganz knuffig aussieht. Ich würde uns nehmen. Und dann stürzen wir uns in die schreckliche, schreckliche Wohnungssuche in Dublin. Und entweder wir finden sofort was, oder es geht auf den letzten Drücker. Durch den Riss könnte sein. Die Frage ist halt, was auf der anderen Seite vom Riss ist. Eher eigentlich so eine Zwielichtwelt wie in A Link to the Past. Oder in... Doch, es war in A Link to the Past. Ja, ja. Oder halt wie in Twilight Princess. We will see. Aber sind wir mal ehrlich, wer spielt Nintendo Games aufgrund der Grafik? Wenn es um das Technische geht, sind die leider gute 10 Jahre behind. Ja, definitiv. Aber die guten Nintendo-Spiele funktionieren halt trotz schlechter Performance, trotz schlechter Technik. Weil Nintendo schon immer gut darin war, mit der geringsten Leistung gute Sachen zu machen. Nintendo hat sich schon immer, warum auch immer, selbst limitiert. Weißt du, anstatt CDs zu benutzen, was sie bei der GameCube kurz gemacht haben, okay, aber sonst nie wieder. Anstatt, oder halt bei der Wii, ist zu, ja, okay. Wii und GameCube. Aber ansonsten haben sie immer Cartridges benutzt, die viel weniger Speicherkapazität haben, wodurch sie sich selber limitiert haben und die Spiele absichtlich klein programmieren mussten, wodurch Spiele halt super gelaufen sind damals. Ich habe da letztens erst ein Video dazu gesehen. So der Unterschied zu PlayStation, die CDs benutzt haben, und N64, die Cartridges benutzt haben. Und der Vorteil von den CDs war immer, dass du mehr draufpacken kannst. Das heißt, du konntest höher qualitative Texturen draufpacken, weswegen PlayStation-Spiele alle schärfer aussahen. Aber
leider warst du limitiert mit der Lesegeschwindigkeit, weil die CDs mit dem Laserpointer und sowas, mit Laserpointer, war so ein kleiner Kobold drin, der Laser gepointet hat. Mit dem Lasergerät konntest du halt nur eine gewisse Geschwindigkeit diese Daten lesen. Deswegen, wenn du N64, es gab Spiele wie Resident Evil 2 zum Beispiel, die sind auf N64 rausgekommen und auf PlayStation. Und wenn du das vergleichst, bei N64 lädt einfach der Raum hinter der Tür sofort, weil es einfach keine Laserdisc ist. Dafür ist es alles ein bisschen verschwommener. Resident Evil 2 auf der PlayStation braucht ewig, wenn du eine Tür aufmachst. Aber da kommt da so, Spiel lädt. Oder auch bei Quake, glaube ich. Bei Quake gehst du einfach, ohne eine Tür aufzumachen, steht das Spiel auf einmal und steht da lädt. Bei der N64 gibt es keine Ladebildschirme. Also, die haben sich immer dafür entschieden, dass die Spiele, keine Ahnung, die haben diese Route eingeschlagen. Die haben immer versucht, die Spiele so klein wie möglich zu machen. Und dadurch wurden, glaube ich, dadurch wurden viele Klassiker einfach Klassiker kreiert, weil sie sich selber so limitiert haben. Nur heute müsstest du dich nicht mehr so limitieren und könntest trotzdem geile Spiele machen ohne die Limitierung, weil inzwischen hast du quasi, du kannst ein Call of Duty rausbringen, was 350 GB groß ist, die Verrückten, ey. Aber trotzdem bringt einfach, Tears of the Kingdom ist 1 GB groß, glaube ich. Nee, Quatsch. Was war's? 1,6 vielleicht. Aber ich glaube, es war nicht über 2 GB groß. Und das ist krass für so eine riesige Welt. Resi auf der N64, als ob. Ich hab's hier hinter mir. Ich müsste es nur raussuchen im Stapel. Resident Evil 2 Biohazard gab's für die N64. Resident Evil 4 ist als erstes rausgekommen für die GameCube. Capcom, ich meine, es ist Capcom. Capcom hat viel für Nintendo veröffentlicht. Hallo Maurediven. Warum habe ich jetzt davon erzählt? Keine Ahnung. Ja, heute bräuchtest du nicht mehr diese Limitierung, aber ich finde es geiler, Cartridges zu haben als CDs, weil CDs gehen einfach kaputt. Du musst aufpassen, dass sie nicht einfetten oder verkratzen und eine Cartridge steckst du einfach rein und sie läuft. Aber dafür hast du halt eine Speicherlimitierung, also eine Kapazitätbegrenzung auf diesen Cartridges. Und Nintendo will halt nicht die fetten Cartridges benutzen. Es gibt Cartridges, die 1 TB groß sind, klar. Aber die wollen die halt natürlich nicht benutzen, weil dann müssen sie die Spiele so teuer machen. Es kann auch gut sein, dass, also ich glaube, Tears of the Kingdom war 10, 20 Euro teurer, weil es tatsächlich ein krass intensives, riesiges Spiel war und es war wirklich 20 Euro mehr wert. Aber ein guter Grund kann auch sein, dass das Spiel größer ist als der Standard-Nintendo-Spiel. Das Spiel. Und sie deswegen 10 Euro draufgepackt haben, weil die Cartridge zu produzieren einfach so viel teurer ist, weil so viel mehr draufpassen muss. Weil es gibt, ich glaube, 4 verschiedene Cartridge-Größen. Und je nachdem, wie klein sie das Spiel schaffen, können sie das Spiel günstiger produzieren. Und auf Masse gesehen ist halt ein Riesenunterschied. Aber ich glaube, die Qualität war eher der Grund. Wie groß war es denn im Online-Store? Ja, das müsste man jetzt. Ich habe es online runtergeladen. Das müsste man jetzt nachschauen. Aber es ist trotzdem für das, was es ist, winzig. Ich meine, Final Fantasy 7, ich weiß, Final Fantasy 7 sieht 1000-mal schöner aus als Tears of the Kingdom. Aber trotzdem, ein Tears of the Kingdom rauszubringen mit der Grafik, mit dem Aufwand, mit dieser riesigen Welt, ohne Ladebildschirme. Tears of the Kingdom hat keine Ladebildschirme. Final Fantasy hat Ladebildschirme. Da gehst du quasi von Instanz zu Instanz. Aber Tears of the Kingdom wird durchgehend geladen. Und das in so kleinem Format rauszubringen, das ist halt, das zeigt halt, wie Nintendo. Nintendo ist großartig darin, Spiele klein zu halten. Von der Gigabyte-Größe. Und Tears of the Kingdom wird sicher auf der neuen Switch so wunderschön flüssig laufen. Muss. Sonst ist es echt peinlich. Das ist das Einzige. Tears of the Kingdom läuft oft nicht flüssig. Hier und da. Aber für das, was es, wo es drauf läuft, das ist ein Wunderwerk. Also das zu machen,
auf einer Switch, die einfach technisch gesehen über 10 Jahre alt ist. Das ist ein Wunder, dass sie das geschafft haben. Hallo, Runny. Deswegen ist die Switch auch super, um Ports der ganzen alten Klassiker nachzuholen. Ja. So, deine, warte. Deine Rosana mit 54. Nee, da ist keine Rosana. Ist 229 Rosana? 226 war da Rosana. Hallo, Daniela. Hundeton. Oder Entomon. Nee, Entomon dürfen wir nicht sagen, weil es ist ein Dämon. Also Entemon. Entemon. Hundeton. Ja, ich glaube, gestern hat es jemand... Auch dieses fluffige grüne Ding mit Anton war auch sau süß, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Anton Kawaii. Dave, ja. Wollt ihr eigentlich wirklich einen Poké-Rogue-Channel auf Discord? Ich habe dauernd das Gefühl, in einer Woche ist Poké-Rogue wieder sowas von uninteressant, aber es hält sich irgendwie länger, als ich dachte. Brauchen wir einen Poké-Rogue-Kanal? Ja. Dann mach doch einen. Happens hat die Macht, alles zu tun, glaube ich. Aber ich, nein. Nein. Danke. Ich glaube auch, dass wir keinen brauchen, weil es in einer Woche keiner mehr spielt. Aber das sage ich auch schon seit 3 Wochen. Nein. Okay, wir sind 2 gegen 1. Wir machen keinen. Das Einzige, was ich von Pokerock kenne, ist der Name. Ein, zwei Pokémon wirst du auch erkennen. Ist Pokérock gut? Manche zocken sogar auf dem Handy. Es ist halt ein Browser-Game. Du musst einfach nur Google Chrome öffnen und dann kannst du spielen. Deswegen glaube ich, dass es auch auf dem Handy geht. Ich weiß nicht, ob es eine eigene App ist. Nee, langweilig. Das Spiel geht auf den Keks. Einfach nein. Okay, es sagen mehr Nein, als eine Mariko Ja sagt. Ich verstehe, dass Pokérock süchtig macht. Aber dafür muss man halt kämpfen mögen. Und ich glaube sogar, wenn ich mich ein bisschen... reinfuchsen würde, dann würde ich auch süchtig werden. Aber allgemein macht mich einfach dieser Infinite Loop, es macht mir einfach nicht an. Dieses Roguelike halt. Verdient der eigentlich irgendein Geld, dieser Poké-Rogue-Macher, ne? Das ist ja schon grandios, was der da gemacht hat. Aber der kann halt null damit verdienen. Weil sobald er was verdient, kommt Pokémon um die Ecke und haut es weg. Ist es nicht frustrierend? Du machst so einen richtigen Banger, auch wenn du natürlich alles benutzt, was nicht dir gehört. Du machst so einen richtigen Banger und das muss man ja sagen, objektiv gesehen. Das ist krass, wie viele das Spiel lieben. Selbst Leute, die null Ahnung von Pokémon haben, spielen Poké-Rogue und sind süchtig. Aber ich hoffe, der Typ oder wer auch immer das gemacht hat, das Team, ist irgendwie... hat irgendwie das geschafft, dass sie doch irgendwie Geld damit verdienen. Sei es, dass die, wenn es nur ein Mensch ist, sei es, dass die Person live geht und erklärt, wie sie es gemacht haben oder Tutorials dazu macht oder sowas. Weil du kannst nicht einfach so eine Gelegenheit einfach an dir vorbeiziehen lassen. Du machst so ein erfolgreiches Spiel, was durchgehend einfach gut gemacht ist und du gehst leer aus. Das wär schon gemein. Würde mich nicht wundern, wenn Nintendo das Spiel von den Machern aufkauft. Das würde mich sehr wundern, weil das haben sie noch nie gemacht. Noch nie in der Geschichte von Nintendo hat, glaube ich, Nintendo jemals ein Fangame aufgekauft. Wenn, weil sie müssen es nicht aufkaufen. Sie können einfach sagen, yo, fick dich, mach es dicht oder wir verklagen dich. Dann machen sie es dicht. Ein Jahr später kommen sie mit einer eigenen Version raus. Ich glaube, sie dürften nicht den Code von dem nutzen.
Ich glaube, das Spiel ist so offen, dass sie ihn einfach anschauen könnten. Und ich glaube, die Leute von Nintendo oder Pokémon können das Spiel selber sehr gut nachmachen. Ich glaube, die haben genug Leute, die so ein simples Spiel nachmachen könnten. Deswegen, die haben nicht, die müssen nicht das Spiel abkaufen. Es wäre nett. Es wäre sehr cool, wenn die denen sagen, jo, macht das Spiel für uns. Da ein paar Änderungen, das und das, wir bezahlen euch. Geil. Aber das hat Nintendo noch nie gemacht. Es gibt genug Fangames, die einfach existieren oder niedergeschossen wurden. Ich glaube, noch nie hat Nintendo einen Fan bezahlt. Dann würden sie einen riesen Shitstorm kassieren? Ja. Ist denen doch egal. Als ob ihr PokéRogue nicht spielen würdet, wenn Pokémon selber das rausbringt. Solange es immer noch genauso gut ist. Wenn es natürlich schlechter ist, warum sollte man spielen? Aber das Recht ist auf der Seite von Nintendo. Und sie haben immer das Recht ausgenutzt. Und nicht Nettigkeit. Shitstorm war Nintendo schon immer egal. Ich meine, Nintendo wäre gegen Yuzo vor Gericht gegangen. Wenn Yuzo nicht gesagt hätte, okay, wir machen dicht, wir zahlen. Weil Yuzo hätte auch sagen können, nee, okay, wir ziehen vor Gericht, wir glauben, dass wir im Recht sind. Waren sie halt aber nicht. Und hätten den Krieg angefangen, aber hätte Nintendo gewonnen, dann wären wir in einer ganz schlimmen Lage jetzt. Und hätte Yuzo gewonnen, dann wäre es einfach so weitergegangen, wie es weitergeht. Aber Yuzo hätte halt nicht gewonnen, weil sie eindeutig gegen jegliche Gesetze verstoßen haben. Aber da hat Yuzo quasi uns allen einen Gefallen gemacht. Yuzo hat einfach mal aus der Tasche, wo auch immer die das her haben, 2 Millionen gezahlt. Haben Yuzo dicht gemacht, das Projekt. Aber hätten sie gesagt, nee, wir ziehen vor Gericht, hätte Nintendo gewonnen und dann hätte es einen Fall gegeben, wo Nintendo, ein Spieleentwickler, gegen einen Emulator gewonnen hat. Und wenn es diesen Präzedenzfall gegeben hätte, dann hätten sie danach alle Emulatoren angegriffen. Dann hätten wir keine Emulatoren mehr vielleicht. Weil das ist der einzige Grund, warum Nintendo nicht, oder alle anderen, Sony oder wer auch immer, nicht gegen Emulatoren vorgeht, ist, weil es einen Präzedenzfall gibt aus den 90ern. Wo PlayStation, glaube ich, oder Nintendo gegen Emulatoren vorgegangen ist und sie haben den Kampf verloren vor Gericht. Deswegen haben sie es nie wieder probiert. Hätten sie jetzt gegen Yuzo den Kampf gewonnen, was sie hätten, dann wäre der Alte aus den 90ern nicht mehr so wichtig gewesen. Dann wäre alles ganz, ganz scheiße. Aber hey. Yuzo took the L. Yuzo hat einfach dreist geklaut. Der Typ hat einfach mal ein komplett neues Spiel mit neuem Genre gemacht. Ja, die zwei sind nicht zu vergleichen. PokéRogue existiert deswegen, weil die PokéRogue-Menschen definitiv es auf der legalen Seite gemacht haben. Oder zumindest, was heißt legal? Nintendo hätte immer noch das Recht, es zu dicht zu machen. Aber Nintendo hat schon öfter damals gesagt, dass es, solange man kein Geld damit verdient und man die Originalsachen benutzt und die Sachen, die Nintendo oder Pokémon bereitstellt, sagen sie okay. Solange es halt ein Fangame ist. Aber sobald du Geld damit verdienst, was Yuzo gemacht hat durch Patreon, ist Nintendo sofort, fuck you, du kannst nicht mit unseren Ideen Geld verdienen. Was nachvollziehbar ist, ne? Du kannst nicht einfach hergehen und ein Pikachu erstellen und dann damit Geld verdienen. Das ist schon nachvollziehbar. Yuzo war ein Emulator für die Switch. Und die haben Geld verdient dabei, indem sie einen Patreon gemacht haben. Und die haben sacken viel Geld mit Patreon verdient. Wodurch sie auch die 2 Millionen anscheinend relativ gut zahlen konnten jetzt als Strafe. Aber die haben halt durch diesen Emulator und noch andere Sachen Geld verdient. Und das ist halt, kannst nicht machen. Und der hat das verkauft. Der hat das nicht verkauft. Die wurden angeklagt von Nintendo. Nintendo hat Yuzo verklagt, weil sie mit Yuzo Geld verdient haben. Du kannst nicht einfach mit etwas, was jemand anderes kreiert hat, Geld verdienen. Emulator muss gratis zur Verfügung stehen.
Und Yuzu hatte halt ein Patreon, wo es quasi Beta- und Alpha-Versionen vorab gab für Geld. Glaube ich. Das ist jetzt alles so ein bisschen Halbwissen, aber auf jeden Fall grob gesagt. Citra war auch von User. Ja, Citra gibt's auch nicht mehr. Was ist ein Emulator? Ein Emulator emuliert etwas. Also eine Switch existiert als System so. Du hast eine Switch und spielst das. Und ein Emulator emuliert die Switch woanders. Das heißt, du kannst auf dem PC Switch-Spiele spielen. Das ist ein Emulator. Der tut so, als ob du eine Switch spielst, tust es aber nicht. Er emuliert die Switch. Und so können Leute auf dem PC zum Beispiel oder auf dem Handy Pokémon spielen. Ein Emulator emuliert. Ja, man muss ja erklären, woher das kommt. Ich meine, das meistens ist ja ein Begriff erklärbar durch den Begriff. Deswegen heißt es ja so. 124 und 208. Würde PokéRogue irgendwie Geld verdienen, hätte Pokémon das schon längst nicht gemacht. Aber da sie alles gratis zur Verfügung stellen und sich an die Regeln halten von Pokémon, ist alles okay. Und das sieht cool aus. Ich glaube, ich hätte die Perle in der Mitte nicht gemacht. Die passt irgendwie nicht. Ich glaube, die Perlen hinten reichen. Die Perle in der Mitte ist komisch. Aber das sieht sehr geil aus. Aber Nintendo oder Pokémon hätte trotzdem das Recht, den PokéRogue-Typen oder das PokéRogue-Spiel einfach dicht zu machen. Aber solange die halt kein Geld verdienen, haben die keinen Grund. Und ich glaube, Pokémon wird auch nie ein PokéRogue selber machen wollen, weil das einfach nicht der Style ist von Pokémon. Aber es kann sein. Aber Pokémon Showdown wurde auch nie dicht gemacht von Pokémon. Und es ist definitiv der bessere Battle Simulator. Wenn du ernsthaft kämpfen willst, es ist halt da nicht offiziell an irgendeiner Rangliste gebunden, aber wenn du richtig geil battlen willst, dann benutzt du Pokémon Showdown. Und Pokémon Showdown ist ja auch sacken erfolgreich, aber die verdienen auch null Geld damit. Ich hoffe aber, dass sie irgendwie trotzdem um Umwege trotzdem damit Geld verdienen, weil es wäre schade für etwas, was so gut ist und so viele Leute genießen, dass du gar komplett leer ausgehst. Aber es gibt genug Wege, wenn du etwas erstellst, anderweitig Geld zu verdienen. Die müssen nur streamen, andere Sachen machen und halt den Ruf bekommen durch das, aber durch was anderes dann Geld verdienen und sowas. Mauri, hallo, du bist ein Kleinstein. Das Ding in Reverse wäre bestimmt auch sexy. Du meinst komplett aus Perlen? Daniela, du bist ein Zwiebs, ganz klein da unten. Aber es kann sein, dass irgendwann Pokémon ein PokéRogue selber rausbringt. Aber ich glaube nicht, dass sie dann das jetzige PokéRogue dicht machen, weil eben Pokémon Showdown existiert auch. Leute gehen, glaube ich, gerne, also es ist halt ein anderer Reiz. Wenn jetzt Pokémon mit einem eigenen PokéRogue rauskommt, was tatsächlich offizielle Meisterschaften dann auch hat oder eine offizielle Rangliste online, dann ist es ein riesiger Reiz, dass Leute da machen, das da spielen, weil es halt viel offizieller ist dadurch. Oder wenn du dann eigene Pokémon benutzen kannst, die du in anderen Spielen trainiert hast und sowas. Aber ich glaube trotzdem, dass PokéRogue nicht der Style ist von Pokémon. Ich glaube, es kann sein, dass sie es irgendwann ausprobieren und einen PokéRogue machen. Oder dass sie so einen Modus im Gen 10 zum Beispiel reinmachen. Das Geile ist, wenn sie es machen, werden alle schreien, ihr macht PokéRogue nach. Ja, und? Nur weil einer es macht, heißt es nicht, dass du nicht selber auf die Idee gekommen wärst. Ich meine, auf die Idee zu kommen, ein Roguelike zu machen, ist heutzutage nicht mehr sehr neu. Deswegen, wenn du sagst, der hat ein neues Genre entwickelt, dann stimmt es ja nicht. Ne? Das ist ein Genre, was seit 20 Jahren existiert.
das Roguelike-Genre, was benannt ist nach dem Spiel Rogue. Und gut, kein anderer davor, oder wahrscheinlich gab es schon Roguelike-Pokémon. Es gab doch das eine Roguelike-Pokémon, wo du so über diese Dinger springst und dann ist da ein Trainer, springst du wieder über Dinger, dann ist da ein Trainer. Es gab schon ein Roguelike-Pokémon. Ich dachte ja immer, das ist nur ein Update davon. Aber das ist halt viel krasser, weil es schneller geht. Du hast keine Story, du hast einfach nur Kampf, 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 Kampf. Aber auf die Idee zu kommen, ein Roguelike zu machen für ein etabliertes Spiel, ist jetzt nicht so schwer. Es dann umzusetzen, sodass es richtig geil ist, das ist natürlich schwierig. Und das das haben die geschafft, auf jeden Fall damit. Hallo Ulukan, hallo. Das mit dem Nachmachen, dann denke ich mir halt, dann kauft halt das Original. Es ist halt die Sache. Es ist halt kein Original. Pokerogue, wenn Pokémon ein Pokerogue macht, dann ist das automatisch das Original. Was ist das Original? Pokémon Showdown oder der Kampfmodus in Gen 9? Der Kampfmodus in Gen 9 ist das Original, weil das ist von Pokémon selber gemacht. Also es wäre cool, es wäre nett, wenn sie sagen würden, hey, du hast es gemacht, wir wollen das gleiche machen, wir kaufen das, beziehungsweise sie müssen es nicht kaufen. Kaufen würde keinen Sinn machen. Wir engagieren dich, um das für uns offiziell zu machen. Das wäre der einzige Weg, glaube ich. Machen sie aber nicht, weil sie es nicht machen müssen. Es wäre reiner Fanservice, das zu machen. Und wenn du ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen bist, dann würdest du es auch nicht machen. Original ist eigentlich immer das Erste. Ja, aber das Original ist schon eine Nachmache. Pokerogue ist ja schon eine Nachmache von Pokémon. Weil die Menschen, die Pokerogue gemacht haben, sind nicht Pokémon. Das heißt, sie sind schon ein Imitat von etwas. Aber ja, dass es Pokerogue ist, das ist natürlich das Erste, das Original. Wobei es davor schon ein Pokerogue-Spiel gab, das auch Pokerogue gab. Also ist das das Original? Ich sag, das Original ist das, das tatsächlich von Pokémon ist. Das andere sind Fangames. Ich spiele Pokémon wegen dem Sammeln, nicht wegen dem Kämpfen. Hey, du weißt, ich auch. DayZ beispielsweise, das Standalone-Spiel, ist nur der Klon der Arma 2 Mod. Beziehungsweise ist vom Originalentwickler. Keine Ahnung davon. DayZ ist cool. Aber ja. Also es ist ja aber auch, DayZ ist jetzt auch kein Multimilliarden-Dollar Nintendo-Pokémon-Universum. Umso größer du wirst, umso mehr Unternehmen du wirst, desto eher verschwindet die Menschlichkeit. Weil du hast nicht mehr nur einen Menschen, der das bestimmt, du hast so viele Ebenen. Ein schönes Beispiel von so Fanservice ist, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, war zum Beispiel beim letzten Spider-Man-Film. Im neuesten Spider-Man-animierten Film gab es eine Stelle, die komplett aus Lego gemacht ist. Und die Stelle war komplett von einem Kind gemacht. Weil als der Spider-Man-Film davor rauskam, hat ein Kind auf YouTube eine Stelle aus dem Film nachgemacht in Lego. Und die Macher vom neuesten Spider-Man-Film haben das gesehen und sich gedacht, ey, ist das geil. Die haben diesen kleinen 15-16-Jährigen engagiert, dass er eine komplette Szene macht für den neuen Film. Hat er auch gemacht. Einmal reisen sie quasi durch so eine Lego-Welt und es ist nicht lang, es sind glaube ich so 30, 40 Sekunden sind sie in dieser Lego-Welt und die ist 1:1 nur von diesem kleinen 15-16-Jährigen gemacht, was quasi ein Fan einfach war. Die haben den engagiert und das ist so cool. Und sowas sollte viel häufiger vorkommen. Aber Pokémon und Nintendo sind definitiv nicht die, die das machen. Ist ja mal mega süß. Ja. Hast du den Film mit den Haien in der Seine gesehen? Nee. Haie in der Seine heißt es nicht, ne? Wie heißt der Fluss? Seine? Ist es nicht ein Fluss in Frankreich? Oder heißt es Seine?
Schloss in Paris. Ja, nee. Zen. Ach ja, Zen. Jetzt, wo ich es sage, fällt mir sofort, ja, Paris, Fluss, Zen. Aber geschrieben seine Zen. Zähne? Wie jetzt? Zen oder Zähne? Zen. Schon, Zen. Ja. Die Zen kenne ich. Fluss mit den Haien? Film? Haie in der Zen? Nee. Kenne ich nicht. Das E ist stumm. Sein. Sinne. Sinn. Es heißt Zen. Warte. Netflix? Und ist der gut, oder was? Seine. Okay, das ist nicht der Fluss. River Itz. Ich will den Fluss seine vorgelesen bekommen. Oder vielleicht muss ich auf Französisch stellen. Zen. Auf Englisch same. Auf Deutsch? Verdammt. Okay, das kann er, der checkt es nicht, dass ich den Fluss meine. Nein, wir sagen nicht seine dazu. Zen. Es geht so sehr blutig. Haie in der Zen. Sehr blutig, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Im Wasser der Zen heißt der Film, nix Haie. Aber der Film heißt zumindest Wasser in der Zen. Psst. Das ist auch ein französischer Film. Kann ich nicht angucken, französisch. Also empfiehlst du den nicht? Es geht so. Hallo Philipp. Sinn. Ja, stilles E ist Sinn. Wenn du beide E's weglässt. Sinn. Zen. Zen 1, 2, 3. Klingt wie eine Baby-Variante von Sharknado. Ja, oder der neue Film von Tommy Wiseau. Der macht auch irgendeinen Shark-Film gerade. Oh, oui, Monsieur, ich bin un Hai. Darf ich an Ihnen rumnagen? Ah, oui, oui. Mon Dieu, le Hai ist mangiare. Con me. Okay. Man merkt, ich hatte 0 Jahre Französisch. Ich bin auch einer der wenigen Leute, die Französisch nicht schön finden. Ich verstehe nicht, was an dieser Sprache so schön ist. Es ist ein reines. Ich finde sie einfach nicht so schön. Deutsch ist viel schöner. Nee. Ich weiß gar nicht, was für eine Sprache fände ich schön? Spanisch und Italienisch. Italienisch? Ich glaube eher Spanisch finde ich schöner. Schöner als Italienisch. Es ist halt krass schnell. Aber. Immer noch besser als britisch-englisch, ja. Aber Englisch hat so viele hässliche Dialekte. Aber ja, wenn du dann so ein Benedict Cumberbatch hörst, wenn er so perfektes Englisch spricht, das ist schon auch schön, ja. Aber nichts geht über ein gutes Sächsisch. Spanisch ist schön, oder? Un, dos, tres. Gazzo. Spanisch, Italienisch. Egal. Ich muss täglich Französisch sprechen. Wieso?
Moment, warst du in der Schweiz und deswegen? Ich kann nur noch die erste Textbuchseite aus der 7. Klasse. Un voiture bizarre. Eine bizarre Geschichte? Nee, was ist Voiture? By order of the... By order of the picky fucking blinders. Ja, so richtiges, krasses Englisch. Ich weiß nicht, welcher von den 1000 Dialekten das wäre bei Peaky Blinders. Was ist das? Ist das Liverpool? Nee. Liverpoolien? Poolerisch? Schweiz? Ja. Los Wochos. Ich kann Spanisch. Los Wochos. Unas Wochos. Per favore. Schweizisch viersprachig. Auch richtig. Ein komisches Auto. Voiture ist Auto. Voiture. Jemand spricht erotisch als Ezio Auditore da Firenze. Ja, Italienisch ist schon auch schön. Voiture. Voiture. Voiture gesprochen. Voiture. Ich kann auch noch die erste Textbuchseite aus meinem Lateinischbuch. Ah fuck, wie heißt es nochmal? Ich habe die Namen vergessen, aber es war auf jeden Fall Name es Servus. Name es Serva, was einfach so viel heißt wie, keine Ahnung. Max ist der Sklave, Fridolina ist die Sklavin. So fing das italienische oder das lateinische Sprachbuch an. Erstmal mit Sklaven. Weil im Römischen Reich hatte jeder Sklaven. Und das, die Geschichten gingen immer nur darüber, dass der Sklave das bringen muss und der Sklave das bringen muss und dies und Wein und hier und das. Und das waren die ersten Seiten, die man gelernt hat auf Lateinisch. Irgendjemand hier, der Latein gelernt hat und sich daran erinnert. Es war immer es serva, es servus. Und natürlich sofort in Bayern so, warum heißt Sklave Servus? Wir begrüßen uns mit Servus. Heißt es, wir sagen immer zur Begrüßung Sklave. Woher kommt Servus? Hoffentlich nicht daher. Veni vidi violini. Ignis quis vir. Feuerwehrmann. War vor 3 Wochen in Rom wegen Latein und Italienisch hat sich wirklich clean angehört. Ja, ich war ja auch 2 Wochen oder 1 Woche in der Toskana und da waren jetzt auch, da kamen die ganze Zeit Handwerker auf die Ferienwohnung und die haben uns zugelabert auf Italienisch und wir konnten alle nicht wirklich Italienisch. Und die haben einfach null Bock gehabt, irgendwie langsam für uns zu reden und einfach brrrr. Und wir so, si, si, gracias. Ich habe wirklich einmal aus Versehen gracias gesagt. Ey, die mussten sich gedacht haben, was für ein Vollidiot. Scheiß Touristen. Vamos. Genau. Deswegen sage ich nie Servus, obwohl ich aus Bayern bin. Es kommt safe nicht von Sklave. Rätorumänisch ist auch geil. Aber das ist doch Schweiz, oder? Schuschischächtli. Von Servant. Kommt Servus von Servant? Servant? Was? Nein. Ich bin nächsten Monat wieder in Bayern. Sag nicht Bayern, sag die Stadt. Bayern ist viel. Bayern ist auch Nürnberg. Und das zählt nicht. Schuschischächtli. München? Schau, sag doch München. Was für ein Konzert ist da? Wir sind bei 25576. Ich glaube, wir gehen noch auf 26.000 und dann gehe ich weinen. Minga Euda. Merci dir. Mir Sam. Nicht Sam, San. Mir San mir. Mir Sana. Warte mal, was jetzt bin ich verwirrt? Mir Sana. Mir San. Mir Sana. Ist es Sana oder San? Mir San mir. Mir Sana mir. Mir San mir. Mir San. Mir Sana mir.
Ich glaube Sanna, nicht Sam. Also Sam auf jeden Fall nicht. Mir San Mir. Mir San. Nur San. Mir Sama Mir. Sama. Stimmt, Sama, nicht Sanna. Also du hast doch mehr Recht gehabt. Mir Sama Mir. Komplett durch den Wind gerade. Ice Nine Kills Konzert. Weißt du, du hattest jetzt eine Chance, mich zu überraschen. Aber du hast mich wieder nicht überrascht, Ronny. So wie auch morgen und andere Tage noch. Ich bin gespannt, wann Ice Nine Kills für dich langweilig sein wird. Niemals. Dienstag waren Ice Nine Kills Vorband bei FFDP. Das Publikum war ja gar nicht meins. Was ist FFDP? Freie, Freiwild, Deutsche Partei. Was? Ach, Five Finger Death Punch. Ja, Five Finger Death Punch ist so, sind so die Rabauken, ne? So die... Die Leute, die eigentlich... Wie heißen sie? Jetzt sind wir schon wieder auf Metal. Runny schafft es immer, das Thema auf Metal zu lenken. Gleich mache ich wieder Metal an und die Hälfte der Mannschaft verschwindet. Amerikanische Freiwild. Ja, ich würde so schlimm würde ich Five Finger Death Punch jetzt auch nicht nennen. Wobei, ich wollte nämlich gerade sowas ähnliches sagen. Ich wollte sagen, alle die... Mir fällt gerade nur der Bandname nicht ein. Walk. Wer ist die Band, die Walk gemacht hat? Warum fällt mir nicht was? Pantera, dankeschön. Alle Leute, denen Pantera zu hart ist, die hören Five Finger Death Punch. Es ist die gleiche Stimmung. Ich habe das Gefühl, es ist die gleiche, das gleiche Klientel. Aber mehr auf Party. Pantera ist ernst. Und so, ich bin hier, um auf die Fresse zu geben. Und Five Finger Death Punch ist, aber ich will dabei noch Party machen. So komplett jetzt stereotypisch natürlich. Deswegen der Vergleich mit Freiwild ist vielleicht gar nicht so anders. Aber so genau habe ich mir die Texte von Five Finger Death Punch nie angehört. Ich mag die, also ich mag nur den Sänger, der eigentlich das Arschloch ist, weil der früher eine Band hatte, die echt geil ist. Motograter, keine Ahnung. Die haben geile Musik gemacht. Aber dann ist der da weggegangen, hat Five Finger Death Punch gemacht und jetzt ist er blöd. FFDP habe ich mir so 3 bis 4 Songs angeschaut und ist einfach auch nicht so meins. Aber sie haben sehr catchy Songs. Mir fällt nur keiner ein. Aber da fällt mir ein, ich habe gestern auch auf TikTok irgendeine Szene wieder gesehen aus dem Film. Ich muss mal wieder Kill Bill anschauen. Ich habe diese Szene gesehen, wo die gegen das kleine Mädel kämpft mit dieser, wie ist der professionelle Begriff dafür? Eisenkugelschleuder. Dafür gibt es doch einen professionellen mittelalterlichen Begriff. Diese Eisenkeule, die man schwingt. Flegel? Nee. Morgenstern. Ja, Morgenstern. Die den Morgenstern schwingt und allein diese Szene war so geil. Morgenstern. Ich vermisse dich. Und ich glaube, ich habe Kill Bill das letzte Mal gesehen, als er rauskam. Illegal auf LimeWire runtergeladen. Und ich habe mich gewundert, ob der Film nicht irgendwie kaputt ist, weil der Film ja zwischendrin schwarz-weiß wird und den Namen von ihr zensiert. Wisst ihr, in Kill Bill, falls ihr euch erinnert, jedes Mal, wenn der Name von ihr, von Uma Thurman, gesagt wird, wird er einfach gebleept, weil es halt lustig sein soll, weil es halt cool sein soll, dass man nie den Namen von ihr weiß, bis, glaube ich, zum Ende oder sowas. Aber damals, als du das einfach illegal runtergeladen hast, dachtest du dir so, habe ich irgendwie eine komische Version runtergeladen? Habe ich irgendwie was komplett fake runtergeladen? Weil zwischendrin wird der Film auch schwarz-weiß und so dieses Ratio ändert sich und so. Ich dachte, was ist das denn? Aber das war, so war der Film damals. Aber ich habe den nie wieder gesehen. Ich weiß nur, dass er grandios ist. Und ich erinnere mich an all die Szenen natürlich. Ich glaube, ich muss den einfach mal wieder anschauen. Weil der ist schon, das ist schon Perfektion. Ich glaube, ich würde fast sagen, das ist schwierig. Aber ich würde fast sagen, es ist mein Lieblings-Quentin Tarantino-Film. Ist schwierig, weil Reservoir Dogs ist perfekt. Natürlich Pulp Fiction ist perfekt. Aber ich glaube, Kill Bill 1 vor allem ist immer noch der Beste.
Alle anderen, also wenn dann Reservoir Dogs und Pulp Fiction, alle anderen können damit nicht, also sind auf einer ganz anderen Ebene. Die sind alle gut. Ah, ist nicht Inglourious Basterds auch von Quentin Tarantino? Verdammt. Ah, Inglourious Basterds ist auch von Quentin Tarantino, verdammt. Ah, das ist, glaube ich, der Beste, oder? Mein Django ist auch von Quentin Tarantino. Der hat viel zu viele Filme gemacht. Aber er will nach 9 oder 10 Filmen aufhören. Aber 9 war doch erst dieser... Es gibt 9. Ich glaube, der 10., den er jetzt macht, soll der letzte sein. Ich glaube, 10 war sein Maximum, was er jemals machen will. Django ist auch schon verdammt gut. Aber ich glaube, Inglourious Basterds ist besser. Allein die Szene, wo sie Karten spielen und so, oder wo Brad Pitt Englisch reden will. Oh. Aber Kill Bill ist so viel stylischer. Aber Inglourious Basterds ist so viel... Hat so viel mehr... Ist so viel lustiger. Und hat so viele kultige Momente. Aber Kill Bill halt auch. Aber Reservoir Dogs ist auch so eine coole Geschichte dafür, dass sie nur in einem Raum stattfindet. Und Pulp Fiction ist sowieso legendär. Ah, ist schwierig. Schwierig. Arr. Leo mit den illegalen Aktivitäten. Ja. Ist alles verjährt. Ich habe auch nichts mehr davon. Ich habe irgendwann mal, als halt so Spotify und Netflix wirklich zur Norm wurden und auch wirklich, naja, die sind ja wirklich affordable. Was heißt affordable auf Deutsch? Man kann sie sich leisten. Leistbar? Leistbar ist kein Wort. Nachdem Spotify und Netflix und sowas ja erschwinglich sind. Oh Gott, erschwinglich. Habe ich mir gedacht, habe ich alles gelöscht, was ich jemals runtergeladen habe. Alles. Und ich habe nie wieder wirklich Sachen runtergeladen. Weil du hast einfach nicht mehr wirklich Grund dafür. Du fixst eh schon die ganze Song, Musik und Filmbranche dadurch, dass du streamst und Spotify benutzt. Wenn du dann, also du fixst ja eh schon. Nur halt legal. Aber wenn du dann auch noch immer noch illegal runterlädst, dann fixst du die halt noch 10-mal mehr. Wimmer, du bist ein Garados. Haben wir gestern in Level 1 gefangen. Ha! Sind alles Meisterwerke fertig? Ja. War Reservoir Dogs der erste Tarantino-Film? Nee, ne? Der erste Tarantino-Film ist entweder Bonnie und Clyde. Nee, ne? Ist, finde ich Full Metal Jacket. Ich mochte den nicht. Den habe ich gehasst. Den finde ich wirklich schlecht. Aber vielleicht muss ich ihn auch nochmal anschauen. Der erste Quentin Tarantino-Film war... Es ist die Geschichte von Bonnie und Clyde. Aber heißt... Jackie Brown. Oh, stimmt. Jackie Brown gibt's auch noch. Den habe ich aber nie gesehen. Du hast Call aus Versehen gedrückt. Willst du, sollen wir nicht machen? Ich kann dir die Punkte wiedergeben, ne? Es ist noch nichts passiert. Ich gebe dir die Call-Punkte wieder. Hast du wieder jetzt. Das ist gar kein Problem. Wir sind hier komplett interaktiv. Bulletproof? Ah, Bulletproof ist nicht wirklich ein Quentin Tarantino-Film. Bulletproof und Death Planet? Planet Death Proof? Du meinst Death Proof? Ich meine Planet Terror. Death Proof und Planet Terror sind nur... Sie sind quasi unterstützt von Quentin Tarantino. Er hat da irgendwie Regie geführt. Aber die sind nicht von ihm. Die sind eher von Eli Roth, glaube ich. Ich liebe die Filme. Death Proof ist cool, aber Planet Terror ist besser. Death Proof ist ein bisschen so sinnlos. Das einzig Coole an Death Proof ist der Anfang. Und dann ist es irgendwie nicht mehr cool. Mit Eli Roth verbinde ich eine Hostel? Ja, auch. Doch, Death Proof ist Tarantino. Nein! Vielleicht verwechsle ich den Namen. Es ist nicht Eli Roth, sondern... Quentin Tarantino hat... Man muss halt unterscheiden. Der hat mitgemacht bei Death Proof, definitiv. Warte. Wir gucken. Filmografie. Regisseur. Reservoir Dogs.
Pulp Fiction, Four Rooms. Aber ich glaube, den zählt er auch nicht. Jackie Brown kam nach Reservoir Dogs. Kill Bill 1, 2, Sin City, Gastregie. Sin City ist auch nicht komplett von ihm. Death Proof. Verdammt. Da steht nichts mit Gastregie. Aber ich glaube, den zählt dann nicht als Autor Dusk Till Dawn. Stimmt. Natural Born Killers meinte ich. Natural Born Killers ist die Geschichte von Bonnie und Clyde. Den habe ich gehasst. Das ist ein Trip, ey. Scheiße. Aber dann sind es ja 1, 2. Weil er hat immer gesagt, er hat 9 Filme gemacht und er will 10 machen. 1, 2, 3, 4. Zählt Kill Bill als 4? 5, 6, 7, 8. Kill Bill zählt dann als 2 Filme, dann sind es 9. Wenn Kill Bill nicht als 2 Filme zählt, ist Death Proof. Zählt Death Proof mit rein. Grindhouse. Aber zählt er. Vielleicht zählt er auch From Dusk Till Dawn. Ich weiß nicht, welche Filme er zählt als die, die er gemacht hat. Als Autor oder als Regisseur? Ich würde sagen, nur die zählen, wo er beides gemacht hat. Und Death Proof hat er auch. Okay, du hast recht. Death Proof ist Autor und Regisseur. Ich kann nichts mehr sagen. Okay. Das mit dem Double Feature mit Rodriguez war es. Genau, Planet Terror und Death Proof. Aber ich dachte, beide haben quasi beides gemacht und deswegen ist nicht einer von einem. Aber anscheinend ist der eine von Quentin Tarantino. War nicht Knock Knock auch von Eli Roth? Eli Roth hat viele Filme gemacht. Auch viele sehr schlechte. Der hat letztens erst diesen Thanksgiving-Film rausgebracht. Holzcraft, hallo. Hatte nicht schon mehr als 10. Das ist eben die Frage, wie er zählt. Aber ich habe ein Quentin Tarantino-Interview gesehen, wo er gesagt hat, er ist bei 9 und er sitzt jetzt daran, den letzten 10. Film zu machen. Und dann wird er nie wieder einen Film machen. Weil er will einfach diese perfekte Collection an Quentin Tarantino-Filmen haben. Und 10 muss reichen. Aber es ist halt jetzt die Frage, wie er zählt. Weil es sind definitiv mehr als 10, bei denen er mitgemacht hat. Weil da steht eben auch noch sowas wie Four Rooms, was auch ein cooler Film ist. Aber da steht halt dann Teilregie, My Best Friend's Birthday, unvollständig, was auch immer das bedeutet. Dann Natural Born Killers ist halt kein Originaldrehbuch, sondern ist halt von jemand anderem. Hateful Eight. Ja, deswegen hieß er Hateful Eight, weil es ein 8. Film auch war. Und dann kam Once Upon a Time in Hollywood, auch großartig, und das ist der 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, Kill Bill zählt quasi als ein Film dann. Deswegen sind es 9. Und ja, Death Proof zählt dazu. Ich habe den Trailer vom neuen The Crow gesehen. Den Trailer haben wir gesehen, als wir letztens im Kino waren zu... Was haben wir gesehen? Mad Max. Scheiß Film. Mad Max, da kam der Crow-Trailer. Sieht aus wie Morbius. Wir brauchen keinen weiteren Morbius. Aber es kommt ja auch Morbius 2 irgendwann. Ich mag den Schauspieler ja sehr. Ist das ein Skarsgård? Schaut Rosa auch gerne Horror? Rosa hasst Horror. Ich habe einmal einen großen Fehler gemacht. Am Anfang unserer Beziehung. Vor 10 Jahren. It's Morbin Time. Dachte ich mir auch in dem Moment. Okay, Rosa, it's Morbin Time. Ich dachte mir, ich zeig ihr einen der krassesten Horrorfilme, The Ring. Und es ist einer der krassesten. Da könnt ihr nichts dagegen sagen. Der erste Ring, amerikanisch, japanisch. Amerikanisch ist, finde ich, nochmal krasser. Ist echt krass. Ring finde ich nicht schlimm. Schau ihn dir nochmal an. Ich dachte auch, der ist nicht schlimm. Den habe ich mit 16 gesehen, mit einem Kumpel. Wir haben gelacht und sowas. War schon krass, aber ist halt ein Horrorfilm. Passt schon.
Und dann habe ich den nochmal mit Rosa angeschaut. Und Rosa hat davor gesagt, ich hasse Horrorfilme. Ich kann Horrorfilme nicht anschauen. Ich kriege da wirklich Albträume. Und ich dachte mir so, ja. Es gibt genug Leute, die das sagen, aber dann insgeheim so, hihihi, oh nein, Hilfe. Weißt du so, du hast Angst, aber du magst dieses Adrenalin, du magst diese Angst. Die Leute, die bei Horror so lachen, so als Cope-Mechanism, Copium. Und dann schauen wir diesen Film an und ich denke mir schon während dem Film die ganze Zeit so, uff, der ist krasser, als ich ihn in Erinnerung habe. Jetzt mit 25 ist er irgendwie doch härter, als ich ihn damals mit 16 mit dem Kumpel illegal runtergeladen, irgendwie auf einer DVD gebrannt angeschaut habe. Und wir haben ihn komplett durchgezogen und Rosa sagt immer noch 10 Jahre später, dass das das Schlimmste war, was sie je gesehen hat. Und sie hat seitdem immer noch Albträume von diesem Mädchen und wenn sie nur dran denken muss, kriegt sie Angst. Rosa kann keine Horrorfilme. Ich kann nicht mal Horrorfilm-Trailer mit ihr anschauen. Also sie ist wirklich... Wenn da irgendwie so ein hässliches Gesicht ist, ein Horrorgesicht, das brennt sich in ihr Gehirn ein und sie hat Albträume davon. Sie hat kein Problem mit Gore, aber die meisten Gore-Filme haben auch Jumpscares und sowas. Also Ring war der Horror für sie und seitdem habe ich verstanden, okay, die Frau hat wirklich Schiss vor Horrorfilmen. Wir umgehen das. Und es gibt jetzt schon, was war das? Was war das? Es gab eine Serie, die sie unbedingt anschauen wollte. Und dann war da auf einmal voll viel Horror drin. Und sie war die ganze Zeit so, True Detective. Sie wollte sich unbedingt anschauen. Aber wir haben True Detective Staffel 1, ne, großartig, eine der besten Serien ever. Und jetzt gab es ja die neue Staffel mit Jodie Foster. Sehr gut. Sehr gut. Aber da ist echt viel Horror dabei. Also richtig so Jumpscares auch und wirklich Geister. Und wir haben es durchgezogen, aber es war wirklich immer, wenn es ansatzweise so danach schien, dass es jetzt creepy wird, habe ich gesagt, schau weg. Oder beziehungsweise ich habe ihr sogar vorausgesagt, wann ein Jumpscare kommt. Weil wenn du sau viele Horrorfilme geguckt hast, kannst du sie so ein bisschen vorhersehen. Und ich habe es gut vorhersehen können. Ich habe immer gesagt, Achtung, war sie nicht mehr so erschreckt. Aber das hat sie durchgezogen. Aber es war schwer für sie, da durchzukommen. Aber sie wollte halt gucken, weil es ist halt eine geile Detective-Story. Aber das war schon schwierig. Jumpscares sind die lämeste Form von Horror, definitiv. Ich hasse Jumpscares. Vor allem, wenn die Jumpscares gemacht sind wegen laut. Und das hat leider True Detective ein paar Mal einfach... Hässliches Gesicht und laut. Jeder muss da erschrecken, weil laut heißt er. Und es ist die billigste Form von Horror, definitiv. Ich mag das auch überhaupt nicht mehr. Gute Sachen wie Horror ist sowas wie Hereditary und Midsommar, wo es keine Jumpscares gibt, aber es ist ständig so... Aber es gibt auch gute Jumpscares, wie in Conjuring, der Jumpscare. Es gibt kreative Jumpscares immer noch. Und da muss man dann so Hut absagen, dass es immer noch welche gibt, die gut gemacht sind. Blair Witch Project, ja. Da soll es ein Remake von geben, das wird nix. Blair Witch Project war damals geil, weil wir alle dachten, das ist echt. Weil die haben das wirklich ja so vermarktet, dass es wirklich passiert ist. Based on a true story und sowas. Wir dachten alle, oder nicht mal based, sondern es war einfach, du dachtest wirklich, weil es war der erste Film von Found Footage. Zumindest einer, der bekannt war dann. Und ich dachte wirklich, das ist wirklich passiert. Bis es sich dann langsam rauskristallisierte, okay, das ist einfach nur gut gemacht. Und jetzt davon ein Remake machen. Ich meine, wenn du Blair Witch Project anschaust mit dem Gedanken, dass das alles einfach nur ein Horrorfilm ist, ist er echt nicht mehr so interessant, weil es passiert wirklich bis auf die letzten 2 Minuten lang nichts in dem Film. Aber damals war der halt richtig geil. Wie bedienst du eigentlich 4 Controller gleichzeitig? Mit einem GBA. Inside Gadgets heißt die Website. Geh auf Inside Gadgets. Und dort kannst du quasi ein Modul kaufen für DS, GBA, Game Boy. Und dieses Modul steckst du rein. Und dann musst du noch Receiver kaufen.
Und die steckst du dann in die Gamecubes rein. Das sind so kleine Receiver. Und die Receiver quasi kommunizieren mit dem GBA-Spiel. Und dann kannst du alle vier gleichzeitig steuern. Es gibt mehrere Methoden. Das ist die noch elegantere Lösung wäre, dieses Modul, diese Receiver, kannst du inzwischen in die GameCube reinbauen, sodass sie nicht mehr draußen rumdongeln. Aber eleganter geht's nicht. Mit grüner Batterie sogar. Vorhin war sie rot. Also ich verstehe dieses Ding nicht. Vielleicht ist es wie so ein Tank in einem Auto, dass je nachdem, wie ich den halte, ist die Batterie voll oder leer. Nee, vorhin war es rot, jetzt ist wieder grün. Keine Ahnung. Remake muss nicht immer sein? Nee. Aber ja, Jumpscares sind echt... Ich schüttel da auch immer nur den Kopf. Weil klar erschreckt man. Aber es gibt immer noch Leute, die das mögen. Also dieses... Aber es gibt immer noch manchmal kreative Jumpscares. Leo, kann ich mehrere Bankkonten mit meinem Home verknüpfen? Bankkonten mit meinem Home. Ich meine, am Endeffekt ist es doch bloß der Code, den du eingeben musst. Deswegen, im Sinne, du hast ja nicht eine ständige Verknüpfung, oder? Wenn du übertragen willst, kannst du übertragen. Und du musst einfach nur den richtigen Code eingeben. Und halt im gleichen Netz sein. Also es muss halt... Nee, du musst nicht mal im gleichen Netz sein, oder? Hat es nicht mal jemand getestet, dass jemand auf der anderen Seite der Welt den Code einfach eingegeben hat? Muss man ihn nicht verknüpfen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der Code reicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber wenn du ein Konto verknüpfen musst, dann wirst du sicher nicht mehrere verknüpfen können, weil das hasst Nintendo. Aber du weißt, dass du mehrere Benutzerprofile von der Switch auf Home haben kannst, ne? Du kannst jedes Benutzerprofil auf deiner Switch auswählen in einem Home-Konto. Aber das ist ja nicht deine Frage. Anna Marina, dankeschön für 2 Monate. Terrifier 2 ist krass, ja. Aber ich fand's so, haben wir ja schon mal geredet. Der ist so übertrieben, dass du eigentlich lachen musst. Es ist krass von dem, was du siehst, aber er ist so übertrieben, dass du eigentlich nur leicht lächeln kannst dabei. So, wow, eklig. Pff. Aber ich glaube nicht, dass etwas so stark sein kann. So, hui, auseinander. Das ist ekelhaft, vor allem die Geräusche. Es ist halt gut gemacht. Aber es ist halt ein Level so ein bisschen drüber, sodass du dir denkst, ja, ist halt ein Film. Ich finde, die schlimmsten Sachen, die wirklich dann, die du nicht vergessen kannst und unter die Haut gehen, sind die, die realistisch aussehen. Und Terrifier sieht nicht realistisch aus. Weil es so over the top ist. Das Blut ist so rot. So rot ist Blut nicht. Rot, Blut wird schnell schwarz. Egal, wir müssen jetzt nicht so ins Detail gehen, aber... Ich weiß noch, eine der schlimmsten Szenen, die ich jemals gesehen habe, war noch nicht mehr, ist, glaube ich, der Film ist nicht mal ab 18 gewesen, ist in einem geiler Film, Zodiac Killer. Der Film geht über 3 Stunden, ist hauptsächlich nur Gelaber und so Detektivarbeit, aber es gibt so ein paar Stellen, die so abnormal spannend sind, weil diese ganze Detektivarbeit sich auf einmal auflöst und bist so, holy shit, das ist er. Und dann bist du so, oh mein Gott, was passiert? Zodiac Killer... So, oder The Zodiac, so ein guter Film. Und da gibt es eine Stelle ganz am Anfang, wo der Zodiac-Killer halt ein Pärchen umbringt. Und ist einfach nur mit einem Messer. Und es sieht so scheiß realistisch aus. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf raus. Terrifier ist dafür einfach so, ja, der reißt mit seiner Hand einen Menschen auseinander. Ja, wow, okay, klar. Aber in Zodiac, das sieht so realistisch aus. Ich habe mich auch zu Rosa geredet und gesagt, das sah gerade zu realistisch aus. Sie so, ja, das war ein bisschen zu krass. Dabei ist es noch nicht mal... Du siehst noch, ich glaube, der ist nicht mal ab 18, der Film, aber es sieht so realistisch aus.
Das finde ich viel mehr Horror, wenn was realistisch ist, als wenn ein Monster einen Kopf abbeißt oder so. Der Zodiac Killer ist tatsächlich ein realer Serienmörder, aber ich glaube, er wurde nie geschnappt. Ja, das ist quasi nicht eine Doku, aber der Film spiegelt, glaube ich, wieder Schritt für Schritt, wie das passiert ist. Und der Film endet, also ja, Spoiler. Du hast ja schon geschrieben, der wurde nie geschnappt, der Zodiac Killer. Aber es gibt eine sehr starke Vermutung, wer es ist. Aber sie haben nie einen Beweis dafür gekriegt, dass es die Person tatsächlich war. Wie bei vielen, glaube ich, Sachen, wie bei O.J. Simpson und so. Der inzwischen gestorben ist vor kurzem, O.J. Simpson. Da war auch jeder so, okay, krass, aber nackte Kanone war er. O.J. Simpson war in der nackten Kanone. Das vergisst man schnell. Aber so wie halt auch, ne, wie hieß er, wo die Netflix-Serie so krass war, wo er gespielt wurde von Quicksilver aus X-Men. Dharma, genau, Dharma. John Dharma, John? Jack the Ripper, Jack the Ripper, ja. Aber Jack the Ripper ist halt so alt, also das Band ist Jeffrey Dahmer. Dass es passiert ist, Jack the Ripper ist ja so lang her, das ist ja, da kann man noch nachvollziehen, dass, keine Ahnung, vielleicht Detektivarbeit noch nicht so fortschrittlich war von wegen DNA und sowas. Man vergisst oft, wie DNA in quasi Kriminalität, das ist nicht so lange her, dass DNA benutzt werden kann in kriminalen Fällen, in Morden und sowas. Da war doch auch irgendeine Serie, wo es darum ging, dass das gerade eingeführt wird. Gott, was war das? War das Dharma vielleicht sogar? Dass es um den Zeitraum diese DNA-Sachen auf einmal anfingen? Nee, irgendeine Serie habe ich gesehen, wo es wirklich darum ging, dass dieses DNA gerade frisch war. Ich meine, bei Mindhunters, das ging darum, dass es gerade frisch war, dass Menschen böse sind, also dass quasi Serienkiller psychologisch, psychisch analysiert werden. Davor hat man einfach gesagt, manche Menschen sind einfach böse. So all diese ganzen Serienkiller waren einfach böse. Und dann in Mindhunters, in der Zeit, haben sie dann damit angefangen zu sagen, okay, nee, das Böse entsteht durch eine schlechte Kindheit und so weiter. Und dann haben sie die ganzen Serienkiller analysiert und rausgefunden, jupp, die hatten alle eine schreckliche Kindheit und so weiter. Mein Tante, das war so gut, ey. Und es wurde einfach abgesetzt. Hab Dharma nicht gesehen. Sehr, sehr gute Serie. Aber natürlich, wie bei allem, bei vielem, was Netflix macht, ein schweres Thema, ob du so jemanden, so etwas Böses, so darstellen willst. Weil Jeffrey Dharma, ich meine, es ist ja auch gerecht, einen Serienkiller irgendwie menschlich darzustellen, weil es ist ja, ne, es ist ja ein Mensch. Aber es ging halt so weit, dass Leute wirklich ein Fan waren, dann auf einmal von Jeffrey Dahmer. Und da denkst du dir halt so, ach, es ist halt eine Glorifizierung von einem Serienkiller ein bisschen. Natürlich wird er nicht als Held dargestellt in der Serie, aber er wird extrem vermenschlicht. Was auf der einen Seite, also ich guckt es gerne an und ich fand es auch wirklich unfassbar gute Serie, unfassbar gut gespielt und auch sehr interessant. Auf der anderen Seite, wenn das Leute anschauen, die vielleicht 50 Gehirnzellen weniger haben, bei denen kommt es vielleicht auf einer anderen Ebene an, die nicht mehr so gut ist. Personenkult ist schwierig, ja. Hallo Kira. Kennst du die Serie Murdoch Mystery? Nee, noch nie gehört. Ich stelle, dass keine Rücksprache mit Angehörigen stattfand und hier einige genau dargestellt wurden, finde das etwas unsensibel. Ja, deswegen, nicht nur deswegen, aber deswegen habe ich mir auch nicht Reindeer, Baby Reindeer angeschaut. Weil ja relativ schnell rauskam, dass die auch null mit ihr geredet haben und dann musste sie sich verteidigen und sie hat super viel Shit jetzt abbekommen. Und es ist halt schade, wenn jemand schon ein bisschen neben der Schiene ist und dann auch noch in sowas reingezogen wird. Hoffentlich hat sie wenigstens ordentlich Geld gekriegt jetzt dadurch irgendwie.
Deswegen fühlt es sich auch komisch an, Baby Reindeer anzuschauen, weil es ist einfach er. Es ist nicht mal ein Schauspiel, es ist einfach er, der eine Serie macht über eine Frau, die ihn gestalkt hat. Und es fühlt sich so an, als ob es ist okay, du kannst sowas machen, um es selber zu verarbeiten, aber es dann zu veröffentlichen ist so, okay, du verdienst jetzt Geld damit, du hast was Schlimmes durchlebt, aber die Frau ist halt nicht ganz klar. Du verdienst jetzt sackenviel damit, eine Frau in den Dreck zu ziehen. Natürlich hat sie angefangen, weil sie dich gestalkt hat, aber du machst es halt nicht besser. Das ist irgendwie komisch. Halt, das ist wieder so eine Glorifizierung von einem Thema, was eigentlich nicht glorifiziert werden sollte. Das habe ich nicht angeguckt. Aber da habe ich mir angeguckt. Ist jetzt ein bisschen heuchlerisch, bei dem einen das zu sagen und beim anderen nicht. Aber Baby Reindeer hat sich noch realer angefühlt, weil sie halt noch lebt und alles. Aber ja, ich glaube, der Vater von Dama lebt noch und sowas und der hat es gar nicht cool gefunden. Komisch. Du hast Serbien-Film angeschaut? Ich will diesen Serbien-Film einfach nur anschauen, um zu wissen, was daran so schlimm sein soll. Aber irgendwie sehe ich es auch nicht ein, einen Film anzuschauen, der eindeutig schlecht ist und nur auf Schock geht, um zu schocken. Da ist halt keine Botschaft dahinter. Ist einfach nur, weißt du, dann irgendwie Terrifier ist halt wenigstens noch okay. Body Horror ist eine Art von Genre und es ist faszinierend, wie das gemacht ist und sowas. Aber Serbian-Film ist dann einfach nur, okay, was ist das Krankeste, was wir darstellen können, damit Leute drüber reden? Da ist halt null Kunst dahinter, habe ich das Gefühl. Und es ist schon schwierig, Gore und Body Horror als Kunst darzustellen. Das ist schon schwierig zu rechtfertigen. Aber da ist es drei Schritte drüber. Hey, Roter Jay, hi. Es gibt auch eine Serie, die aus der Sicht von einem Stalker spielt. Ich meine, Baby Reindeer spielt, glaube ich, auch aus der Sicht von dem Gestalkten und nicht aus der Stalkerin. Weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht, was du meinst. Beep. So, wo sind wir? 25824. Bei 26 hören wir auf. Dann haben wir wieder fast 3 Stunden gemacht. Ohne gelbes Alien. Langsam wird's echt eine Frechheit. Hab mir mal die Wikipedia-Zusammenfassung von Serbien-Film durchgelesen, hab nichts davon behalten, außer dass es teils sehr abartig war. Ja, es ist einfach, soweit ich weiß, ich habe also Videos drüber gesehen, wie Leute drüber reden. Und das war halt alles nur, du zeigst Sachen, die abnormal krank sind. Nur um krass zu sein. Ohne irgendeine Botschaft dahinter, ohne irgendeine Kunst dahinter, sondern einfach nur, boah, einfach nur rausgekotzt. Wenn sie die gleiche Serie meint, das wäre You von Netflix. Ah, You, stimmt. Ist das ein Stalker? Die habe ich nicht gesehen. Aber You, es hat, glaube ich, 3 Staffeln inzwischen. Und es ist ein Typ, der sehr, sehr gut aussieht. Und der stalkt halt Frauen. Aber ich habe die nie angeguckt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das irgendwie positiv dargestellt wird, was er macht. 5 Staffeln inzwischen. You stellt ihn aber eigentlich nicht gut dar. Okay. Serie ist cool. Sind Bücher? Genau, ursprünglich waren es Bücher, das weiß ich auch. Aber was fällt mir da gerade ein? Bei You muss ich immer dran denken an was anderes, was ich mega geil finde, aber das hieß anders. Und ich habe das hier schon mal beschrieben und jemand hat sofort gesagt, das. Ich hoffe, das passiert jetzt auch, weil sobald man es beschreibt, spoilert man. Ich versuche es nicht zu spoilern. Die ist mega geil und die solltet ihr anschauen. Auch auf Netflix. 1 Staffel und fertig. Einfach eine Miniserie. Keine Ahnung, 8, 9, 10 Folgen. Und es ist auch irgendwas mit Eis. Eyes Shut oder Through Your Eyes oder sowas. Und es fängt einfach nur damit an, ein Pärchen ist zusammen, aber sie ist extrem eifersüchtig
und fuckt quasi alle Frauen ab, mit denen er verkehrt. Und darum geht's überhaupt nicht in der Serie. Aber ich kann nicht mehr sagen. Das ist so eine, sie ist eine Schwarzhaarige mit kurzen Haaren so bis hier. Und die andere ist eine Blonde und er ist ein gut aussehender Typ. Verkehrt klingt falsch. Verkehrt. Nein. Eis. Irgendwas mit Eis. Ich muss es jetzt googeln. Hallo, Michael. Netflix Eis Miniseries. Behind Her Eyes. Kommt sofort. Behind Her Eyes. Okay, sie ist nicht blond. Aber die schwarze, kurzhaarige, die habe ich. War richtig. Behind Her Eyes. A single mother enters a world of twisted mind games when she begins an affair with her psychiatrist boss. While secretly befriending his mysterious wife. Habe ich ungefähr so beschrieben, oder? Behind Her Eyes. Unglaublich geil. Es fängt an wie so ein normales, ah fuck, der betrügt sie und die Frau findet's raus, aber sagt's nicht und will dann alle abfucken und ist eifersüchtig. In Wirklichkeit ist es komplett geil verspult und so richtig krass. Und am Ende explodiert ihr der Kopf. Es ist so gut gemacht. Behind Her Eyes. Heißt auf Deutsch wahrscheinlich komplett anders. Anne, du bist ein Bamme, Bamme, Bammelin. Bamme, Bamme, Bammelin. Stalking ist für die Betroffenen sehr unschön, das muss man nicht noch verharmlosen. Ich habe You nicht gesehen. Es ist sehr erfolgreich, deswegen glaube ich nicht, dass es sehr verharmlost wird. Aber ja, es ist eine Geschichte aus der Perspektive vom Stalker, glaube ich. Aber wie sehr das verharmlost ist, ist wahrscheinlich im Sinne des Betrachters. Oder halt subjektiv. Aber ich war nie scharf auf die Serie. Wir schauen zurzeit weiter. Wir sind jetzt bei 4 Folgen schon. Jede Folge geht eine Stunde. Euphoria. Das ist echt krass, ey. Ich habe so viele Penisse habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, glaube ich. Euphoria. Aber es ist verdammt gut. Aber es macht einen verdammt wütend. Wie asozial Menschen sind. Ich meine, es ist komplett fiktiv, aber trotzdem, du weißt einfach, dass Menschen wirklich so sind. Euphoria ist Zendaya, die drogensüchtig ist. 16-jährige drogensüchtige Zendaya, die und alle ihre Freunde oder die Schule, auf der sie ist. Die eine ist halt auf Pornhub, auf OnlyFans. Die andere sagt, dass der sie quasi angegrapscht hat, was nicht stimmt und dann der Boyfriend den verprügelt, sodass er nie wieder laufen kann. Und so einfach so abgefuckte Stories aus Teenagern im heutigen Jahrzehnt, im heutigen Zeitalter, wo du dir denkst, oh mein Gott, zum Glück bin ich vor 20 Jahren aufgewachsen und nicht heute. Aber es ist krass gut gemacht, sehr stylisch, sehr, sehr künstlerisch, sehr artifarti gemacht, was Musik und Kameran anbelangt und sowas. Aber die Story auch, die sie erzählen, ist einfach nur abgefuckt. Auch saugut gemacht. Und Zendaya ist sowieso immer eine gute Schauspielerin. Zendaya. Wie viele Versuche, denkst du, brauchst du noch? Zwischen 1 und 1 Million, glaube ich. 27 Sekunden für einen Reset, gute alten Zeiten. Hier, es sind weniger hier. Hast du mitgezählt gerade? Ah ja, es sind, doch stimmt. Es sind 30, aber zeitlich gesehen musst du natürlich durch 4 teilen. Deswegen ist es um einiges weniger als 27 Sekunden. Der dauert sogar länger als zum Beispiel ein Giratina, weil ich noch die Animation von Deoxys anschauen muss. So ein Giratina oder Palkia, Dialga geht ja noch schneller. Giratina sind, glaube ich, wirklich 10 Sekunden. Klick. 25880. Michel, du musst sagen, wie viel Versuche ich noch brauche. Ich glaube, du weißt das besser als ich. Wann kommt es? Thank you.
zuerst die Frage, was ist das hier? Ein geköpftes Scheinux? Was? Scheinulak. Okay, cool. Hat sich jemand nicht so viel Mühe gegeben. Einfach den Kopf von Scheinux auf eine Wolke gesetzt. Heutzutage springen die Jugendliche auf dein Fahrrad. Boah, daran erinnerst du dich? Oh, das war abgefuckt, ey. Scheiß Kinder. Bin immer noch an der... Ich hab zuerst gelesen, dass du immer noch am Vögeln bist in Let's Go. Und da dachte ich mir, geil, was für eine Version von Let's Go spielst du? Ich spiele 2 Minuten pro Reset. Echt bei Let's Go? Ach so, weil du... Oh Gott, ja, weil du die erst bekämpfen musst und dann siehst du erst im Fangscreen, ob sie shiny sind. Ja, nee. Du könntest trotzdem die 1 zu 2000 probieren, sie in der Wildnis zu finden. Das habe ich letztens mal gemacht. Und ich habe in 2 Stunden keins gefunden. Überhaupt, dass eins kommt. Weil die Vögel können ja auch in der Wildnis erscheinen mit einer Chance von 1 zu 2000 immer überall. Aber dann musst du halt noch die 1 zu 4000 draufzählen. Aber du musst sie doch. Du musst es doch das... was? Zapdos? Was bist du? Vögel? Vorher schon, aber die Switch braucht ewig. Ach, du siehst sie schon im Kampf. Okay. Ja, das Spiel braucht lange zu laden, ne? Ich hatte mal eine Dreier-Zapdos-Chain, Alter. Aber sobald du... Aber die Chain erhöht sich ja erst nach 10, oder? Also die Wahrscheinlichkeit, dass wieder ein Zapdos kommt, erhöht sich ja, glaube ich, erst bei 10. Oder noch später. Das heißt, du hast wirklich 3 Stück gefunden. Man, mit Lockduft ist es, glaube ich, 1 zu 1000 die Wahrscheinlichkeit. Aber trotzdem, ey, ich habe das so schnell aufgegeben. Jetzt spiele ich lieber das Spiel nochmal durch, um zu einem Arktos zu kommen, als dass ich ein normales finde mit 1 zu 2000. Und ich bin schon in Lavandia City. Ich habe gestern während einer Folge, okay, anderthalb Folgen Euphoria, habe ich Let's Go angefangen und bin direkt in Lavandia City. Ich renne da so durch. Das ist ja echt das Geile an Let's Go. Alle Trainer bewegen sich. Du musst so gut wie keine Trainer besiegen, weil alle sich bewegen, sodass du einfach an denen vorbeilaufen kannst. Und wilde Pokémon musst du sowieso, kannst du komplett ausweichen. Let's Go rennt man durch, ey. Solange du Pokémon aus Home übertragen kannst, die stark sind. Hier rennen eher viele Jugendliche mit einem Luftballon rum. Das ist leider totaler Trend. Hä? Ist das ein Code für irgendwas? Oder laufen Leute einfach mit einem Luftballon rum? Hä? Sind da Drogen drin? Hä? Warum laufen die mit einem Luftballon rum? Die konsumieren Lachgas. Ah. Okay. Evoli oder Pikachu? Evoli. Aber jetzt spiele ich gerade Pikachu, weil ich eben die anderen brauche. Echt? Es laufen Leute mit Luftballons rum und dann ziehen. Dann machen sie einfach auf und dann. Ich habe Lachgas nie verstanden. Lachgas ist für mich etwas, was in Amerika der Zahnarzt benutzt. Aber in Deutschland. Niemand. Ist es in Deutschland ein Ding, dass Ärzte Lachgas benutzen? Das ist doch voll der Bullshit. Ich habe das noch nie bei einem Arzt gesehen, dass da irgendwie Lachgas ist. Oder vielleicht wird es nur benutzt, wenn Leute richtig Schiss haben. Weil ich habe komischerweise, also ich war bei einer Zahnreinigung in Deutschland zum Glück und sie war so gut, Leute. Sie war so gut. Oh. In diesem Land hier gibt es keine guten Zahnärzte. Ich habe schon so viele probiert und alle waren so scheiße. Und jetzt bin ich in München gegangen, wo ich immer gehe. Extra Termin ewig vorher gemacht, dass ich genau, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, das machen kann direkt. Und es war so gut. Mehr als eine Stunde lang hat die mich einfach verwöhnt. Was die mir alles gegeben hat und erklärt hat. Oh mein Gott, ey. Es war so schön. Ich liebe Zahnreinigung.
Da habe ich auch so, und da hing so ein Tank. Da dachte ich mir auch kurz, ist das Lachgas? Das sind 40 Sekunden pro Reset. Ja, aber ich brauche ein bisschen länger. Ich mache es nicht so perfekt. Kann man Pokémon Platin auf dem 2DS spielen? Selbstverständlich. Lachgas ist in Sahnekapseln. Was? Das heißt, wenn ich eine Sahne komplett leer mache, das heißt, wenn ich Sahne mir in den Mund spritze, kriege ich direkt Lachgas mit? Lachgas ist ein gutes Beruhigungsmittel. Ja, ja, klar. Aber ich habe das noch nie in Deutschland irgendwo gesehen, dass das eher zu benutzen. Ich dachte, es ist so ein Gag in Amerika. Oder halt so dieses typische abgefuckte Gesundheitssystem in Amerika. Die auch anstatt Ibuprofen immer Paracetamol benutzen, weil die dort drüben einfach die Lobbyisten das besser vermarktet haben, Paracetamol, obwohl Ibuprofen so viel besser ist. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Kannst du in einem Späti einfach 2 Kilogramm Flasche kaufen? Wir haben auch jemand, das Pärchen, das bei uns in Italien mit dabei war, einer von den beiden hatte Poppers dabei. Kennt ihr das? Ich kannte es nicht. Ich kannte den Begriff Poppers. Und eines Tages sagt er auf einmal, ey, ich habe sowas dabei. Poppers nutzt man noch? Die schon. Und dann hat er es ausgepackt und einer von uns ist so abgegangen auf dem Zeug. Also nicht abgegangen, aber er hat 2 Tage lang nur das geatmet. Poppers ist quasi, so wie er es erklärt hat, ist einfach quasi so eine chemische Substanz, eine kleine Flüssigkeit, die auch legal ist. Aber sie ist anscheinend verschreibungspflichtig. Das einzige Problem ist, dass man die anscheinend bekommt ohne eine Verschreibung. Und dass das ist, ist quasi die Kacke daran, aber man kann es einfach so kriegen, indem man es einfach legal online bestellt. Deswegen ist es auch, ich habe es dann auch einmal probiert und es ist wirklich nichts, es ist nichts wert einfach, es ist so, es war komplett Quatsch. Das ist Sexdroge, genau. Du hältst es an die Nase, riechst es einmal, also richtig kraftig und es riecht nach Kleber. Komplett Kleber einfach. Und dann dauert es ein bisschen und anscheinend öffnet es halt einfach all deine Gefäße. Du kriegst halt wie so eine, wie Viagra, nee. du kriegst halt einfach, wie wenn du hyperventilierst, wie wenn du quasi dein ganzes Gehirn voller Sauerstoff auf einmal packst, weil alle, so fühlt sich's auf jeden Fall an, weil alle deine Gefäße sich einfach öffnen und so groß werden und du so viel Zeug kriegst in dein Gehirn. Und du riechst es einmal richtig krass, stinkt nach Kleber und auf einmal wird dir richtig heiß und es kommt so richtig, dein Kopf wird auch knallrot. Und dann ist es wirklich so ein Druck, so und die Ohren machen auch und dann geht's wieder weg. Und das geht wirklich nur so 30 Sekunden und dann ist es wieder vorbei. Das ist schon faszinierend oder interessant. Du darfst es auf keinen Fall irgendwo auf die Haut kriegen, was mir natürlich passiert ist. Ich habe es an die Lippe gekriegt und dann war meine Lippe eine halbe Stunde lang pelzig. Auch wenn ich es 1000 Mal abgewischt habe. Also sollte es anscheinend definitiv nicht konsumieren irgendwie. Aber der Geruch alleine macht halt dein Gehirn so komplett auf. So, es war wirklich so. Aber für 30 Sekunden ist es halt überhaupt nicht wert, sich irgendwelche Chemikalien in Klebergeruch ins Gehirn zu jagen. Deswegen, ich habe das irgendwie 1-2 Mal probiert und dann gelassen, weil ich hatte jedes Mal auch dann, ich hatte 30 Sekunden lang so und 30 Sekunden lang so, oh, Kopfschmerzen. aber anscheinend, ja, ist es in der schwulen Szene sehr bekannt und wird so ein bisschen als Rausch benutzt. Einfach du machst einfach und dann so, aber es ist einfach nur Kleber. Kriegt man einen guten Weg, um einen Infarkt zu kriegen. Anscheinend, wir hatten auch einen Arzt dabei und alles. Deswegen, einer von uns ist Arzt. Der hat sich dann auch die Symptome und so angeschaut. Oder halt die Nachfolgen. Anscheinend ist es komplett harmlos.
Das Einzige, was halt wirklich kacke ist, wenn du es wirklich trinkst oder auf die Haut kriegst, dann ist es richtig schlimm. Aber nur das Riechen ist anscheinend nichts, was irgendwie... Da ist Alkohol schlimmer, so ungefähr. Aber ich bin kein Arzt. Nehmt das Zeug nicht, es hat sich überhaupt nicht gelohnt. Kann mir nicht vorstellen, dass das schön ist. Ich fand's auch nicht so geil. Andere von uns haben das wirklich einen ganzen Abend durchgemacht. Ich dachte mir so, Alter, ihr atmet nichts anderes mehr. Du schwitzt den Geruch gerade. Aber es war schon lustig, das mit anzuschauen. Aber für mich war es nicht wert. Es gibt ja auch die, die am Kleber schnüffeln. Genau, und ich glaube, das hat, das hat so den gleichen Effekt. Aber ich habe keine Ahnung. Es gibt mehrere Arten, die Schwulen nutzen, nicht das mit dem Flash. Ja, er hat uns auch erklärt, dass in deren Szene das halt super beliebt ist und sie das immer noch hier und da einfach im Club mitnehmen und halt einfach zack, zack, kurz nehmen. Und es macht schon so ein bisschen auch wuschig. Und dass es halt verschiedene Arten gibt, genau. Es gibt extrem krasse, starke, die anders wirken als die schwächeren oder sowas. Keine Ahnung. Mich hat es jetzt nicht so interessiert. Aber es ist interessant. Aber ich finde es lustig, wie Ronnie sagt, das nutzen Leute noch? Anscheinend. Ich habe immer davon gehört, aber ich habe nie gewusst, was es ist. Ich dachte, das ist was viel Illegaleres. Heute werden viele andere Sachen eher konsumiert, wie zum Beispiel Lachgas. Es hilft für die Entspannung hinten. Oh. Ist das so? Ich glaube, das hatte er auch erwähnt. Wuschig? Hast du nie wuschig benutzt in deinem Wortschatz? Wuschig? Echt? Kennst du nicht das Wort wuschig? Ich dachte eher an G. Ich kenne mich doch da nicht aus, Runny. Ich bin doch so unschuldig. Ich war schon voll der Draufgänger, dass ich einmal Poppers probiert habe. Ich bin auch voll unschuldig. Ich habe doch keine Ahnung, was G ist. GHB. Was ist das denn? Hört sich an wie eine GmbH, die du erstmal für 10.000 Euro gründen musst, was? Die GHB. Liquid Ecstasy. Ja, dann sag doch das. Das verstehe ich. Einfach ein Tütchen und gut ist. Genau. Wenn man irgendwo einen kleinen Thrombose hat und die Gefäße sich weiten, könnte es sich lösen ins Gehirn oder nicht. Ja, klar, kann immer alles passieren. Deswegen, ist gut, dass du es sagst. Ich darf nicht dauernd meine Beine so verwinkelt haben. Ich sitze ewig im Schneidersitz und sowas. Oder auch so, ne? Das ist echt gefährlich. Man darf eigentlich nicht 3 Stunden am Stück einfach mit angewinkelten Beinen da sitzen. Da habe ich echt Schiss vor, weil es einfach schon oft genug passiert ist, Leuten, auch Streamern. Sitzen da, lösen ihre Beine, auf einmal zack geht es hoch, vorbei. Immer schön die Beine bewegen. Aufstehen kurz. Oder strecken. Wo sind wir hier gelandet? Bei Liquid Ecstasy. Oder auch bekannt als K.O.-Tropfen in Zuhördosis. Yay! Runny, Themawechsel. Ich weiß, ich habe mit dem Thema angefangen. Oder? Nee, du hast angefangen mit Lachgas. Ich habe nur gesagt, dass beziehungsweise Daniela hat gesagt, dass Kinder auf meinen Sattel gesprungen sind und mich geschlagen haben. Und dann sagst du, die Kinder hier nehmen Lachgas. Ich kann viel zu dem Thema sagen. Nicht hier. 26.000, ich bin 4 drüber jetzt. Verdammt. So, es ist 6:30, das heißt, der Leo muss kochen gehen. Und wir haben kein Shiny Deoxys heute bekommen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt dem noch eine Chance geben will, online hier, live. Ich würde eigentlich gerne mal anfangen mit Gen 6. Wir können sagen, dass wir spätestens am Montag mit Gen 6 anfangen und bis dahin probieren wir noch. Also morgen... Morgen will ich mein Gyarados-Video aufnehmen.
Ich habe ein fettes Intro geschrieben, was ich draußen aufnehme. Das mache ich ja wahrscheinlich am Sonntag, wenn gutes Wetter ist. Da fahre ich eine Stunde lang zu einem See und versuche das erste Mal Videomaterial aufzunehmen außerhalb von diesem Raum hier. Oder halt draußen. Deswegen, morgen will ich den theoretischen Teil aufnehmen und dann das Intro draußen am Sonntag. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Ich glaube trotzdem, dass ich morgen online komme, um nochmal weiter Deoxys zu machen. Wieder 1000. Ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt. Wir haben 1000. Ich glaube, wir haben 1400 Resets heute gemacht. Aber der kleine Sucker hier, der will nicht. Der kleine angepisste Alien, ey. Ich glaube, morgen, wenn ich online komme, machen wir nochmal Deoxys und am Montag starten wir mit Gen 6. Leo geht raus. Ich gehe voll oft raus. Ich fahre eine Stunde lang zu einem Loch am Sonntag. Und Loch ist nicht L-O-C-H geschrieben. Ich fahre zu Loch Ness. Hä? Macht Sinn, oder? Ich fahre zu Loch Ness. Gleich um die Ecke. Und dann ist da Garados anstatt Nessie. Hallo? Voll die gute Idee. Transfer-Format ohne Verknüpfung geklappt, hat es recht. Schau, dann kannst du es ja mit den verschiedensten 3DSen machen. Du kannst halt nicht mehrere Profile auf einem DS haben. Außer du benutzt Checkpoint. Nessie. Okay. Das war's. Ich sage tschüss. Ich koche jetzt Butter Chicken. Ich hatte keinen Cayennepfeffer. Ich hoffe, das schmeckt trotzdem. Morgen fahre ich noch nicht zu Loch Ness. Das mache ich am Sonntag. Und ich fahre auch nicht wirklich zu Loch Ness, weil das ist in Schottland. Aber ich fahre zu einem anderen Loch. Da gibt's viele Lochs. Die sind alle relativ nah beieinander. Ich suche mir das Schönste aus. Ich habe eins mit dem Namen gefunden, was lustig klingt. Ich glaube, das nehme ich. Loch. Ich sag's nicht. Nicht, dass ihr backseatet und dann am Sonntag bei diesem Loch steht. Hallo, Leo. Oh, ist auch irgendwie lustig, wer. Irgendjemand gerade in Irland oder will am Sonntag nach Irland und kann mich bei einem Loch treffen? Ich sag so gerne Loch. Okay, bye bye, Bussi, tschüssi, habt einen schönen Donnerstagabend. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder zu einer weiteren Runde gepisster Alien suchen. Pissnelke, passt eigentlich ganz gut. Gelb wie eine Nelke und pissgelb wie ein Alien. Tschüssi! Wollt ihr das? Okay.